Wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen, ich bin gezwungen, ständig Wiederholungen zu bringen, wenn ich was erkläre. Es ist immer wieder aufbauend und jetzt rede ich von Brösel zu Brösel, wie ich das nenne, von Mensch zu Mensch, obwohl ich es ja immer nur den Geist erzähle, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das ist der erste Schlüssel, der muss wirklich absolut sitzen. Da gibt es so viel zu erzählen. Das vorhergehende Selbstgespräch, wo ich auf diese Spiegelungen nochmal eingegangen bin, da müsste man noch so viel dazu erklären. Ich kann immer nur neugierig machen, aber wir haben immer zwei Seiten. Wir haben einmal die reine Physik oder die Arithmetik im Hintergrund, die wir auch dann in einer geometrischen Vorstellung in uns aufbauen können. Und wir haben das Geheimnis der Sprache. Der Schlüssel ist zuerst einmal das Geheimnis der Sprache und dann wird sich zwangsläufig, weil ich erzähle dir etwas, wenn man da mal die Grundlagen hat, öffnet sich in eine vollkommen neue Welt. Das heißt, oberflächlich betrachtet hast du einen ständigen Wechsel von Informationen, so wie es schon im Meer der Fall war und ist. Betonung liegt auf ist. Und es wird aber jetzt was Eigenartiges passieren, dass du bei denselben Worten oder bei denselben Bildern, die in dir auftauchen, komplett anders interpretierst und vollkommen neue Sachen plötzlich in dir auftauchen, die sich deiner jetzigen Logik vollkommen entziehen. Das ist die Verzauberung der Welt. Und jetzt ist es natürlich, ich widerspreche mir ständig selber. Es beginnt in nichts. Ich widerspreche mir deshalb, weil solange du auf dieser Ebene lebst, in der du zurzeit lebst, das ist eine Matrix. Hab mal einen ständigen Kompromiss, Entscheidungen treffen zu müssen, die absolut gesehen gar keine Entscheidung sind. Das ist ein Satz, der sehr oft vorkommt. Das Wort Entscheidung haben wir jetzt erst einmal die vier Phasen vom Einheitskreis. Das heißt, erst einmal bei der Vorsilbe End wird was vor sich hingestellt, es wird etwas ausgedacht, was eigentlich nie da außen ist. Deine Informationen sind nie außerhalb deines roten Kopfes. Und dann muss man wissen, was der rote Kopf ist. Das ist ein Symbol, ein zusammengeschmissenes in einem einzigen Punkt. Der blaue Kopf, den du jetzt zum Beispiel als Schädel um dich herum denkst, ich sage das so oft, wird jetzt zu einer Information und dann wirst du feststellen, wenn du jetzt um dich Geist herum deinen Trockennasenaffenkopf deines jetzt ausgedachten Körpers um dich herum denkst, wirst du feststellen, du Geist, der das wahrnimmt, du sitzt im Zentrum dieses blauen Kopfes. Du hast vor dir deine zwei Augen, über dir die Haare, unter dir das Kinn. Das sind diese Z-Achsen-Blickrichtungen. Und ich werde jetzt einmal versuchen, über die Worte einen Sprung zu machen zu unseren Spiegelungen und die nochmal etwas genauer erklären. Aber wir schauen nochmal, wie genau ich auf ein Wort eingehe. Es passiert, es sprudelt jetzt in dir, das hängt von dir selbst ab. Und wichtig ist zuerst einmal, du erlebst nur deine eigenen selbst erschienenen Informationen. Kein anderer. Das, was du Geist jetzt erlebst, erlebst nur du. Und ich sage, dagegen, wenn du dich jetzt schon wehrst, dann hast du das Wesentliche nicht verstanden und das Wesentliche, das Wesen ist das, was du selbst bist und das symbolisiere ich entweder als einen träumenden Geist oder als einen Computer. Der Computer, wenn man den als Bewusstsein setzt, erlebt er nur seine eigenen Berechnungen in sich selbst. Und was du berechnest, hängt ab von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und jeden Gedanken, den du denkst, bist du Gott, du erschaffst, sobald du einen Gedanken denkst, in dir eine Information. Und die ist jetzt nicht in irgendeinem ausgedachten Gehirn, sondern das ist in dir, in einem einzigen Punkt spitzt sich das Ganze ab. Das ist dieses ein Sub. So, und jetzt, ich sage das Erste, was wichtig ist, sobald in dir eine Information auftaucht, in Erscheinung tritt, dann ist die einfach nur. Die ist nicht schön, die ist nicht hässlich, sie ist. Von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick, egal wo du hinschaust, entsteht ein ständiger Wechsel von Informationen, von feinstofflichen, ich nenne das einfach mal Gedanken, Informationen. Und von sinnlich wahrgenommenen Informationen. Beide sind Informationen. Und dieser Wechsel, da ist jemand da, der erlebt diesen ständigen Wechsel von Informationen. Das bist du. Das ist der Geist, den ich jetzt anspreche. Und wichtig, wenn ich sage, mit einem Kompromiss, du musst wissen, was rot geschriebener Geist ist, was das Wort Geist, was das Rote bedeutet. Es ist schlichtweg etwas, was als Ding an sich nicht existiert. Darum sage ich, das Problem ist, das, was ich dir versuche zu erklären, das, was du bist, wird durch jedes Wort, das du jetzt hörst, zerstört.
Es ist ungefähr so, wie wenn man sagen, Gott ist die absolute Stille, das absolute Schweigen. Und ich versuche dir zu erklären, was Stille ist oder was Schweigen ist. Und dazu benutze ich Worte, die ich ausspreche. Damit zerstöre ich die Stille durch die Worte und das eigene Schweigen durch dem, dass ich Worte denke. Aber das sind jetzt die ersten zwei Seiten, wo Leben, auseinandergeschmissene polare Existenz, wo Leben beginnt. Und wir schauen uns jetzt zuerst einmal nur das Wort ist an. Es ist einfach nur. Eine ganz interessante Sache, ich übertrage dazu den Bildschirm. Und zwar gehen wir zuerst einmal einfach in das DWDS, in das Deutsche Wörterbuch. Da wollte ich dann noch mit drauf eingehen. Und wir schauen uns nur mal so Kleinigkeiten, wenn wir jetzt mal anschauen, hier deutsches Wörterbuch, ich habe schon abstrakt stehen, da werden wir dann hinfahren. Aber wir schauen uns erst einmal dieses Wort ist an. Da kommt jetzt eine Unterform, eigenartig, aber ich drücke jetzt einmal hier auf das ist, was passiert und dann wird man automatisch weitergeleitet auf das Wort sein. Und da gibt es drei verschiedene Arten von sein. Ich will das jetzt nur etwas oberflächlich, weil wissen Genauigkeit, ich sage immer, du Mensch, wenn du ein Wort hörst, hast du sofort eine klare Vorstellung. Das ist in den ganz alten vor Jahren in den Selbstgesprächen, mein Musterbeispiel war das Wort Krebs. Das Wort Krebs ist immer zuerst einfach nur ein Wort, das da steht und du wirst jetzt feststellen, du bringst hier mehrere Möglichkeiten erst in einen Kontext. Wird das Wort Krebs, ich sage immer, das ist eine riesengroße Kiste und erst in dem Kontext wird eine Krankheit zu einem Schalentier, zu einem Sternzeichen, zu einer musikalischen Fuge, je nachdem, wie gebildet du bist. Und das ist bei weitem nicht alles, weil ich sage, ich mache dir aus jedem Wort aus dem Stegreif rein arithmetisch nach einem Computerprogrammsystem ein 400-Seiten-Buch. Und das hängt lückenlos, nicht nur arithmetisch, sondern auch sinnmäßig zusammen. Also dieses Wort Sein im Ersten ist, es ordnet eine Größe dem Zugehörigkeits- und in der Essen-Bereich einer besprochene Person oder Sache maskulinen oder neutralen Geschlechts zu. Klingt jetzt sehr komplex. Wann kommt sein Vater? Da ist jemand, das nennt man Vater, und das ist jetzt sein, ist eine Zuordnung. Das ist die erste Form von sein. Die zweite Form von sein ist synonym zu seiner Entsprechung der Bedeutung von er. Hochinteressant, es ist ein Baum und weiter nichts. Doch denkt man in der Nacht des letzten wunderbaren Lichts, so wird auch sein gedacht. Macht im ersten Moment wenig Sinn mit der Vordersprache, ist es ein Kleinod, wenn wir das jetzt zerlegen. Und zwar kommt es von Ludwig Klages, das heißt der Geist als Widersacher der Seele. Von 1932. Es so, und jetzt mach einfach leichtes Holofeeling. Es ist E-Quadrat S. Das ist das Bewusstsein von ich, von mir und dir. Wir sind eins, wir. Rot ist JCH vorm Bücherregal und der Geistesfunk, der du jetzt bist, ist ein Baum und weiter nichts. Ganz interessant, die polare Schöpfung ist eine aufgespannte Gestaltwerdung. BA. Immer hebraisieren, die polare Schöpfung heißt ein Kommen einer aufgespannten Gestaltwerdung, blau gelesen. Mhm. Und das hebräische Wort für Baum ist Etz, das heißt eine augenblickliche Erscheinung. Es ist eine augenblickliche Erscheinung und weiter nichts. Mhm. Macht keinen Sinn, oder? Ja. Das wollen wir dieses Etz jetzt hier eingeben, das ist das hebräische Wort für Baum. Ah, Entschuldigung, andersrum. Andersrum. So, Etzer. Wenn wir das jetzt eingeben, das ist der Baum. Interessant, das heißt auch Holz. Wenn wir das jetzt wieder hebraisieren, hochinteressant, Ha-Ol heißt ein hochgehobenes Joch. Ol heißt hochheben und Joch, denk an die Gedankenwelle. Ein hochgehobenes Joch wird geboren. Das Ganze ist übrigens dann auch wie eine Welle. Das hochgehobene Joch ist wie eine Welle, die wir gebären. Und das ist jetzt ganz ein Rad geben. Das ist ein Rad. Jeder Moment ist eigentlich eine Kleinigkeit. Jetzt kommt der Wald. Jetzt hast du ja auch doppelt aufgespannt. Der Gott öffnet sich in vier Phasen. Kommen wir zum Einheitskreis. Das sind keine Zufälle. Ich betone das immer wieder, auch wenn du das nicht im geringsten nachvollziehen kannst. Aber ich will es dabei belassen und weiter nichts. Es ist praktisch eine augenblickliche, ein Geburt eines Augenblicks und sonst ist nichts da.
Und dass dieser Augenblick ist letztendlich die Information von Es. E Quadrat S ist dieses Bewusstsein, das in dem Moment diese Information wahrnimmt. Ja, genau. Ja. Macht es jetzt einen Sinn, einen Ja, Sinn? ja. Doch denkt man in der Nacht, wann willst du sagen? DN heißt Urdan, geöffnete Existenz. Hebräisches Wort für Urdan. Und KD ist immer eine Gruppierung. Ah ja, eine Gruppe. Das, wenn man Spiegel, da kommst, das wird übrigens immer mit der Spiegelung, wird extrem wichtig, weil ich immer sage, wir können von rechts nach links lesen. Man denkt KD. Das ist zuerst immer eine Gruppierung. Ich nenne das auch ein Chat in einem gewissen Maß. Ja. Okay? Ja. Wenn wir das spiegeln, kriegst du eine Entfernung festsetzen. Das ist normalerweise, wird es übersetzt mit Stich. Das ist aber die raumzeitliche Erscheinung eines Ich. Ja. Interessant ist genau, wenn man da tiefer reingeht, der Stich beim Nähen. Und da steht jetzt schon das Nah, das Nahsein. Alles, was entfernt ist, ist ja eigentlich in dir drin. Weil die Ent heißt ja die Aufhebung der Ferne. Die vier Ja. Phasen, wir stellen was vor uns hin, wir sehen das und holen das dann wieder zurück. Wenn der Gummi sich entspannt, alles, was in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, ist doch deine Information. Ja. Okay? Und das ist jetzt hier letztendlich diese Entfernung zwischen zwei Stichen, heißt, dass zwei Stiche in einem Punkt zusammenfallen. Und das nennt man dann die Naht im Zentrum. Das ist die Nulllinie. Und da kommst du dann beim Anien, kommst du jetzt zum Opfer. Was hat es mit dem Opfer? Der Schöpfer, ich sage immer das Opfer, das Brandopfer, der polare Rand, den du opfern musst. Schau mal, das ist diese Radix. Kor heißt das dann mal alternieren, das ist kalt. Kälte, alternieren. Dieses Alternieren ist in einem gewissen Maß, was du aufbaust, eine Polarität. Ich gehe jetzt, da könnte ich auf das Eckig mit reingehen, ist eine Polarität. Und schau mal, diese Polarität, Kareb, das passiert eigentlich in der Mitte. Darum heißt es im Inneren, in deinem Innern alterniert etwas, affine Berechnung einer Polarität. Die Affinität ist immer das AFF, aus dem Schöpfer entspringen zwei Facetten. Das ist die AFF, die Affinität oder der EFF, der Effekt, KD, haben wir gerade gehabt. Diese EFF ist eine Gruppe. Die kleinste Form von Gruppe sind diese zwei Wellen, Berg und Wendel. Da hinten dann natürlich Oberwellen drauf. Ist interessant. RB alleine, aber nee, ich gehe nicht so weit rein. Interessant, im Inneren, in deinem Innersten passiert jetzt ein Kampf in der Mitte. Okay. Und das ist nämlich Schlacht. Da muss ich jetzt wissen, ChatD heißt in Schrecken versetzt sein, weil du um dich rum dir ständig, denk dir mal, statt der Sinuswelle einfach eine Dreieckwelle, oben ist eine Ecke und unten ist eine Ecke. Statt ein Sinus jetzt. Das kleine Bild anschauen. Und jetzt ist es interessant, der nähert sich, das heißt nämlich auch sich nähern, näher kommen, sich nahen. Im Innern, wenn die zwei so aneinander genäht. Und jetzt wird es interessant, jetzt denkst du dir mal die Naht vor als eine Spiegeloberfläche. Schau das kleine Bild bitte unten an. Und jetzt mache ich hier Gedankenwellen drauf. Siehst du das, was ich meine? Ja. Dann nähen wir das oben und das unten zusammen. In der Mitte wird es dann eins. Im Inneren. Das ist die Symbolik, die dahinter steht. Und dieses Kareb, wenn wir jetzt ein N hin dranhängen, jetzt kriegst du das Opfer. Das ist die Darbringung, die Generation. Bewusst ist Pri. Was war das Pri? Gesundheit, ne? Die Genesung, die Gesundheit. Weil wir uns das Oben und das Unten wieder eins machen, eine Vollkommenheit rausmachen. Wenn wir was opfern, wenn wir was da bringen, die Darbringung, ist es wieder ein Annähen, ein Aneinandernähen, wenn man sich nahe kommt. Und dazu muss ich dann das Oben und das Unten opfern, wenn ich es eins mache. Sau stark, ey, sau stark. Ja, ich war jetzt nur ein genauer, nur ein bisschen Ja. genauer. Man könnte da noch viel, viel mehr dazu sagen. Es ist kein willkürliches System der Sprache. Man muss irgendwann einmal hier die Demut haben zu begreifen, dass wirklich alles komplett anders ist. Was ich jetzt hier, wo wir hier sind, ich habe nur das Wort denkt, ganz kurz angesprochen. Dieses Urteil wird gruppiert und wieder eins gemacht. Ich nenne das immer Chat. Doch denkt man in der DR, wissen wir, in der Generation ist die existierende Schöpfung, wo du in Schrecken versetzt wirst.
Das ist auch übrigens die Existenz der weiblichen Eins. Ja. Acht. Des letzten wunderbaren Lichts, das ist die Lampe im Projektor, so wird auch Sein gedacht. Jetzt meine ich jetzt Sein blau, Sein oder Nicht-Sein, das ist hier die Frage. Ja. Gibt es eine schöne, tolle Übersetzung hier von Shakespeare, in den Ohren Bohrungen. Ich muss das wissen, ledig das Sein rot, S-A-I-N. Es ist das Bewusstsein, Ayin, mit einem Aleph gelesen, heißt schlichtweg und einfach nicht existieren. Bewusstsein ist nicht existierend und wenn wir eine raumzeitliche Vorstellung einschalten, Ayin ist der Augenblick. Es ist ja der Name hier mit der 70 dann praktisch. Es ist immer dieses Still. Ein ist nichts, ist nicht vorhanden sein, mit der Eins vorne. Und ich sage, wenn wir aus der Eins eine 70 machen, aus diesen lautlosen Zeichen, dann kriegst du immer eine Vielheit, egal wo wir was wir einsetzen. Jetzt kriegst du das Auge, das Aussehen, das Hineinsehen, du siehst in die Quelle, achte auf das Quell. Das brauchen wir hier immer wieder. Das heißt, immer zuerst einmal chronologisch ein Vorher und Nachher wird miteinander zu einer Einheit verbunden. Das heißt, dieses gedachte Hell und Dunkel wird zusammengeschmissen zu einem einzigen Dach. Das bringt es, oder ein- und ausatmen ist eigentlich das Atmen als Sticker, als Ding an sich. Ja. Okay. Ich wollte da gar nicht so rein. GE-Quadrat, G-Dacht. Das Dach brauchen wir jetzt dann auch noch. Ich will das bloß einmal bei dem Sein. Du merkst jetzt nur, dieser Satz alleine hat immer eine Meterebene, wo ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das hat man im letzten Selbstgespräch, habe ich das kurz angesprochen. Das Pri haben wir wieder, bis er sich vervollkommnet. Und das Brunnen, der Brunnen wiederum, ist etwas auslegen und deuten. Du musst, wenn du was auslegst, musst du das deutlich verdeutschen, deutsch, da brauchst du dieses Spiel zwischen Hebräisch und Deutsch. Ja. Und dann haben wir noch ein Sein 3, und das hast du jetzt, das ist es, ist, war, ist, gewesen. Es ist. Wirklich existieren. Und da kommt das erste große Problem in allen Wörterbüchern, dass man hier, man kann natürlich immer wieder spiegeln, auch rot und blau lesen, aber das wirklich ist das wirkende Licht und das wirkende Licht existiert nicht. Das Licht, das existiert, ist das blaue Licht. Das ist ein ausgedachtes Ich, das aber genau genommen auch nicht existiert, weil das Licht, das du dir ausdenkst, ist ein Gedanke in dir, eine Vorstellung von etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann. Zeig mir Licht. Ja. Ich sage immer, zeig mir Licht. Du wirst mir es nicht zeigen können. Da kommt die Sache wieder mit dem Laserstrahl. Ist auch alles Trugschlüsse. Du musst nur genau hinschauen. Das einfache Spiel ist Cut. Was ist jetzt wirklich da? Wem hörst du jetzt zu? Was siehst du jetzt? Ich sage sinnlich wahrgenommen als sinnlich wahrgenommene Information. Genauer definiert auf deiner imaginären VR-Brille. Schau einfach. Wenn du zum Beispiel dir einen Film anschaust, ein Video anschaust, egal was du machst, was ist dann eigentlich da? Eine Lautsprecherstimme, die Geräusche erzeugt, natürlich jetzt auch, selbst der Lautsprecher ist jetzt was Ausgedachtes. Ist nur ein Gedanke, zeig ihn mir. Ja, ich habe doch einen Kopfhörer auf, zeig ihn mir. Da musst du ihn aus dem Ohr raus tun und vor die Augen hinhalten. Dann wird dieser kleine Kopfhörer, wenn du einen Kopfhörer aufhast, zu einer sinnlich wahrgenommenen Information. Wenn du jetzt an einem Computer sitzt, an einem Laptop sitzt, keinen Kopfhörer aufhast, dann musst du die Kiste zerlegen und dann, wenn du in diese Kiste reinschaust, bricht die Wellengleichung zusammen und du siehst einen kleinen Lautsprecher oder zwei kleine Lautsprecher. Ja, genau. Diese Lautsprecher, du materialisierst den Gedanken Lautsprecher, indem du den auf deine VR-Brille holst. Ja. Du weißt, in wie vielen Selbstgesprächen ich darauf hinweise, wenn du Selbstgespräche schon sehr viele gehört hast und einmal reicht nicht, dass man die hört, dass ich immer wieder sage, alles, was du jetzt aufgrund deines Glaubens glaubst, das ist unabhängig von dir da außen, außerhalb deines Kopfes existiert. Wenn du das glaubst, kannst du das auch auf deine VR-Brille holen und dann hast du eine sinnlich von dir selbst gemachte, sinnlich gemachte wahrgenommene Information. Es ist aber genauso eine Information, wie wenn du es denkst. Plus du verstärkst durch die vier Stufen der Vergessenheit den Wahn, dass du meinst, es ist unabhängig von dir da außen. Das ganze Spiel funktioniert natürlich nur dann, wenn du zu Punkt A glaubst, dass es unabhängig von dir da außen existiert und zum Zweiten, dass auch wirklich sichtbar, realisierbar ist. Licht kannst du nicht realisieren.
Du glaubst zwar, dass da außen Licht ist, aber ich sage, zeig es mir einfach auf deiner VR-Brille, dann wirst du feststellen, das, was du dann letztendlich siehst, symbolisch, ist nicht das Licht als Ding an sich. Dasselbe gilt übrigens auch für Wind. Es hat noch nie ein Mensch Wind gesehen. Du siehst nur Phänomene, du siehst beim Licht die Schatten, du siehst irgendwelche Zustände beim Laserstrahl, der erst sichtbar wird, wenn du ihn definitiv, du siehst immer nur Unterschiede. Wenn du den Nebel reinbläst, dann siehst du aber keinen Laserstrahl, sondern einfach nur farbige Nebeltröpfchen, die durch den Laserstrahl angeblich rot werden, aber ich will den Laserstrahl sehen, nicht das, was du dir jetzt ausrechnest. Das sind logische Konstrukte deiner Naturwissenschaft. Wo ich immer wieder betonen kann, die haben dich geist total verblödet, wenn du den Glauben anhängst, was die Religion erzählt. Und die einzige Weltreligion ist zurzeit Naturwissenschaft. Okay, das ist also wirklich existierendes Oxymoron in sich selber, weil das wirkende Licht als Ding an sich ist Geist oder Energie. Rot gelesen. Und jetzt schauen wir mal da unten rein. Das geht jetzt natürlich ewig weit runter mit vielen Beispielen. Es war, es ist. Und wir schauen noch mal, was die reine Etymologie sagt von dem Sein. Schauen wir mal, wie viele Beispiele hier da sind. Ohne Ende. Und da wird es jetzt schon interessant. Sein, Begegnen im Wesentlichen als Färbung. Dasein, Existieren. Das ist es eben nicht von dem roten Sein, von dem eigentlichen Sein, von dem Bewusstsein, dass das Dasein, der Existierende erlebt und aus dem das entspringt, weiß deine Welt nichts, weil ja Geist existiert ja nicht. Ja, genau. Ja. Das ist ja nur Hirngespinst. Geist ist ja nur ein Gedanke. Und wenn ich das einmal verstanden habe, wenn ich jetzt das Gehirn, die Materie als Anfang allen Seins setze, muss ich mir jetzt erst einmal Gedanken machen, wo ist die Materie, wenn du nicht an die Materie denkst? Wer denkt sich die Materie aus? Wo existiert Materie, wenn du Bewusstsein bist? Immer in dir. Du bist ein träumender Geist. Alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir und existiert in dir. Es tritt creatio ex nihilo, das ist dieses großes Geheimnis. Alles aus dir, in dir selbst, in einem ausgedachten Inneren, in Erscheinung. Alles, was war, ist und noch sein wird. All ist Gott und nichts. Oder El ausgesprochen. El dann als Energie, die Energie des Lichtes. Le es heißt auseinandergeschmissene, fliehend, nach außen strömend. Ohne dass es außen ist, egal wo du dir was hindenkst. Es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt. Ich betone immer wieder, Holofeeling ist das einzige Denksystem, das wirklich mit hundertprozentig sicheren Fakten arbeitet. Und wenn du in einer Welt lebst, und ich betone immer wieder, wo sich jetzt von dir ausgedachte Menschen Nobelpreise verleihen, die nicht einmal wissen, was 100% sicher ist, und wenn mir einer widerspricht, werde ich ihm ganz klipp und klar, als der, der ich bin, beweisen, dass 99,999 Bündchen, Bündchen Prozent all der Sachen, die ihn aufgrund seiner fehlerhaften Führerscheinprüfungsbogenlogik, die er von mir bekommen hat, als hundertprozentig sicher erscheinen, dass er das nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte. Die Naturwissenschaft beweist sich alles durch logische Konstrukte. Aber das ist ein Zirkelschluss, weil derjenige, der hier jetzt sich das logisch ausdenkt, logisch konstruiert, wird bei genauer Betrachtung feststellen, das kann er auch nur denken, weil das auf seinem Programm drauf ist. Hätte er dieses Wissen nicht, würde er sich das gar nicht ausdenken können. Nicht überprüfbar. Nicht überprüfbar. Das ist alles unheimlich logisch. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Dieser kleine Satz, den ich immer wieder wiederhole. An was denkst du bei dem Wort ich? Wer denkt sich das jetzt, diesen Satz, ich wurde von meiner Mutter geboren? Der ist doch zwangsläufig was anderes wie dieses Ich, das er sich ausdenkt. Ja. Und wenn du jetzt denkst, dass du jetzt eine Vergangenheit denkst, das ist ein Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Tat besteht darin, dass du jetzt denkst, an dich denkst, als Säugling, der aus einer Frau herausgepresst wird. Das denkst du hier und jetzt, das ist das Faktum. Und nicht, dass das in der Vergangenheit passiert ist. Du erschaffst diese Vorstellung in dir, haben wir ja gesagt, du bist Gott für jeden Gedanken, den du denkst, den erschaffst du hier und jetzt in dir als Information. Vollkommen neues Weltbild. Jetzt haben wir hier ein Verbindungskopula. Er ist ein Mann. Er ist gesund, ist zu Hause. Passt doch, oder? Das ist Elayon. Aber ein bisschen. Jetzt kommt die Tempusbildung. Er ist gegangen. Wohin ist er gegangen? In seine eigene Traumwelt, in die Matrix. Also ich Ja. könnte jetzt da sehr rein, jetzt müssen wir das SD anschauen und jetzt immer dran denken, wir werden erst dann genau,
Das mache ich jetzt aber nicht, wenn man da jedes einzelne Wort im Griechischen, das ist die Göttin, die Hestia ist die Göttin des Hauses, des Herdfeuers. So wird es, das wird aber im Neuen Testament kommt das Wort sehr oft vor in einem ganz, ganz anderen Kontext. Und wir landen dann irgendwann einmal bei Wachsehen, Gedeihen, Entstehen, Werden. Wenn du runterfährst, das ist jetzt kippt das Ganze um in dieses Blaue. In dieses Blaue, wo du wohnst, wo du weilst, übernachten. Interessantes Wort über, wir wissen, über uns drüber ist das Äußere, BR, Polar weg, BR das Äußere, hebraisiert. Ja. Und jetzt ist es, das Ganze ist übern, achten. Ich mache jetzt, das ist übern, achten. Das Acht, wiederum ist die weibliche, das ist die Kollektion deines Intellekts, das ist die weibliche Eins. Das ist das Wissen, das du in einem gewissen Maß zum Denken benutzt. Damit will ich das Sein einmal gut sein lassen. Das reine Wort ist jetzt sehr interessant, wenn ich jetzt versuche zum Beispiel ist zu hebraisieren, wie ich das nenne, gibt es viele Möglichkeiten. Das I alleine, spontan würde ich jetzt sagen, wir machen ein I, ein S und ein T. Mhm. Okay, das ist jetzt ganz rot gelesen, das heißt, dass der kleine Gott, du bist absolutes Bewusstsein, das immer da ist. Man muss da wenn Fantasie haben, das ist also das Gotteskind, Gott, du bist ein Gott für das, was du denkst und du bist aber genau genommen das absolute Bewusstsein, das immer absolut da ist. Das Daseinende bist du selbst, du bist das einzige, du Geist, den ich das jetzt erzähle. Ich spreche jetzt mit jemandem, der als Ding an sich gar nicht existiert. Ja. Du bist das einzige, was immer gleich bleiben ist, egal was du denkst oder was du anschaust. Du erlebst nur deine selbst erschaffenen Informationen und der ständige Wechsel ändert an dir selbst nicht das Geringste. Du kannst dir jetzt eine Geburt denken und du kannst dir denken, ja, bevor ich geboren wurde, hat es mich ja nicht gegeben. Das denkst du jetzt. Das ist das Faktum. Und verstreust das, was du denkst, um dich herum und du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nicht das Geringste zu tun. Das ist so eine Schlüsselerkenntnis für dich, Geist. Das ist jenseits dessen, was esoterische oder spirituelle Menschen dir erzählen. Es bleiben Gedanken, die wir uns jetzt denken. Wo waren diese esoterische und die spirituellen Menschen, bevor wir sie gedacht haben? Du wirst irgendwann verstehen, es gibt nichts, absolut nichts, was in irgendeiner Form existieren könnte ohne dich. Wenn du es nicht denkst, gibt es das nicht, weil du immer bist. Das ist im Meer, das ist dieses, ein Gott, Elayon, Gott das Meer. Wobei du noch nicht das große Meer bist, sondern eigentlich genau genommen bloß ein B-Innensee. SE ist das Lamm, die Binnenseele. Ich nenne das immer einen peripheren Mittelpunkt. Und jetzt, worum es mir jetzt geht, wieso ich das jetzt anzeige, im Rot-Blau lesen, intellektuelle Raumzeit tritt in Erscheinung. Das ist jetzt das Ist. Das wäre jetzt das Ist in Form von Existieren. Das Sein in Form von Existieren ist einfach nur eine intellektuelle, raumzeitlich wahrgenommene Erscheinung. Kann auch nur ein Gedanke sein, dann ist sie halt nur zeitlich, nicht unbedingt räumlich. Mhm. Wenn ich jetzt an einen grünen Massenmännchen denke, das ist, existiert auch die Ewigkeit. Das Wort Ewigkeit, das Geräusch Ewigkeit existiert, solange ich das Wort denke. Ja. Macht dann Sinn. Jetzt ist aber, wir können jetzt, und da gehen wir aber nicht genauer drauf ein, jetzt muss ich wissen, dass dieses I, das wir jetzt bei dem Wort ist nehmen, können wir auch anders schreiben, wir können für das I auch ein Aleph setzen, nimmt alle Vokale an, eine 70 setzen, stimmt oder stimmt? Ja. Dann das S können wir wahlweise die 60 setzen, immer da unten hinschauen, wir können auch das Sein setzen und wir können das Sinn setzen. Stimmt. Und das T haben wir zwei Möglichkeiten, wir können hier, und jetzt siehst du, bei dem T ist auch ein S, das sogenannte Saf, in der jüdischen Vokalisation, wir können sogar aus dem T ein S machen, ein Taf machen. Aus dem S kann man auch ein Taf machen, nämlich Esaf. Mhm. Das ist reine jüdische, da muss man natürlich jetzt die Grundlagen können, ist ein S und wir können hier das T natürlich die 9 machen, das T. Und wenn ich jetzt das alles durchprobiere, werde ich feststellen, ich komme aus dem Kontext überhaupt nicht raus. Es erfordert ein extrem abstraktes Denken. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Kern, wo ich hin wollte, mir schauen, sagst du mal, was abstrakt eigentlich jetzt laut Etymologie-Duden bedeutet. Das bringt es ziemlich auf den Punkt und dann gehen wir mal ein bisschen ins Lateinische und dann wirst du merken, wie präzise ich immer wieder meinen Namen irgendwo hineingestrickt habe.
losgelöst von der Gegenständlichkeit, Begrifflichkeit und Anschauung, das Unanschauliche. Es kann, ich nenne das immer, es kann gewusst werden. Du wirst es aber nie als Existenz, nicht einmal als Gedanke dir denken können. Ja. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, es bist nicht du. Es ist eine Information, die von dir erschaffen wird, und darum habe ich dieses Rot eingeführt, was dann wieder auch der hebräische Name für Adam ist, der männlich und weiblich Denker und Ausgedachtes ist. Ein Denker, den wir uns ausdenken. Der eigentliche Denker, der rote Adam, ist eigentlich der, der sich jetzt als träumenden Geist, als Denker und in ständig wechselnde Information selbst ausdenkt. Der Adam ist schon eine Vorstellung von dir selbst. Ja. Weil du nämlich Gott bist. Den Gott, von dem du dir kein Bild machen sollst, erstes Gebot, erschafft sich zuerst einmal einen Adam, einen träumenden Geist. Sorge nicht immer, wenn du schon an dich denkst, denk dich als träumenden Geist. Macht das einen Sinn? Dann bist du losgelöst von jeder Gegenständigkeit, ohne von der Gegenständigkeit losgelöst zu sein, weil deine Informationen wird es ohne dich nicht geben. Die sind untrennbar miteinander verbunden. Der Denker und seine Gedanken sind untrennbar miteinander verbunden. Jetzt sind wir bei dem Opfer, beim Schöpfer. Habe ich gerade gesagt, zusammennehmen. Mhm. Ja. Macht das jetzt dann Sinn? Passt, das passt. Okay, das ist jetzt einmal die Etymologie, ist die Gegenständlichkeit einzeln abgesehen, losgelöst und daher unanschaulich begrifflich. Das Abstrahieren. Nicht sinnlich entwickelt sich um 18.00 ich unendlich. Mhm. Nur, hast du auf Hebräisch ein flackerndes Licht. Nur gedacht, vorgestellt, aber nicht wirklich. Immer dran denken, dass wir sind wie Licht, wirklich. Die Wirklichkeit, ich mache immer noch ein T hinten dran, ein stilles. Das wirkende Licht ist die Lampe im Projektor, die wir uns jetzt ausdenken, die flackert auch nicht. Und egal, was für einen Film du in einem Videobeamer laufen lässt, die Lampe selber ist immer dieselbe Lampe, egal an was du denkst, du bist immer derselbe Geist. Der ständige Wechsel deiner Information ändert nicht das Geringste an dir selbst. Rot gelesen. An dir Geist. Und wenn du jetzt verschiedene Filme, sprich verschiedene Programme abspitzt, das ist der vom Bücherrekord. Und der spezielle Film ist das blaue Ich, mit dem du dann mehr oder weniger deine eigene momentane Traumwelt aufbaust, die kann extrem vielfältig sein. Damit lasse ich es jetzt einmal, was wir jetzt aber machen, wir schauen uns das was abstrakter mal im Lateinischen etwas genauer an. Zwar gehen wir da jetzt einmal ins Lateinische rein. Und da beginnen wir ganz einfach mit dem A. Ich tue jetzt einmal extra nochmal den ein zweites Mal aufmachen. Das ist die Vorsilbe A, bin ich oft drauf eingegangen, ist ein riesenbreiter Bereich. Das ist im ersten, ist es das erste Mal, dass das auch in gewissen Formen, schau, da ist jetzt ein Strich drüber, als ab. Da heißt es außer, wo fangen wir da mal an, dass wir das ziemlich genau finden. Da fangen wir an zu lesen. Mit dem Grundbegriff des Ausgehens von irgendeinem Punkt. Jetzt ist natürlich ganz interessant, das Ausgehen als Ding an sich hat auch schon wieder zwei Seiten. Geht etwas aus diesem Punkt heraus oder geht der Punkt, wenn du denkst, das ist ein kleines Lämpchen, geht er aus? Ja, genau. Merkst du, wie vielfältig, gleichzeitig du die Sache auslegst, wie komplex eigentlich das ist, wenn man das genau, da steckt ja die Ehe schon mit drin. Aus dem Geist kommt eine Eheexistenz heraus. Das heißt, jetzt ein Punkt als kleiner, ein ausgedachter Punkt ist ja schon etwas. Ein absoluter Punkt ist ein nicht denkbares Nichts. Unendlich klein, das ist all. Und aus diesem Punkt geht jetzt etwas heraus, wobei der Punkt selber nicht wahrnehmbar ist. Und dieses Ganze ist jetzt so der Begriff des Entfernens, des Trennens. Und es ist so wichtig, diese vier Phasen der Vorsilbe End. Diese vier Sorten, wo ich immer wieder darauf hinweise, das muss sitzen, das muss im Unbewusstsein muss das so installiert sein, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, wenn du wirklich ein bewusster Geist bist. Ich fange bei der roten 4 an. Die rote 4 ist ganz wichtig. Ich sage jetzt zu dem Holger-Programm, den Geist, der mit dem Holger-Programm arbeitet, erinnere dich, was ich dir hier dazu erzählt habe mit der roten 4. Da kommen wir eventuell noch ganz leicht drauf. Ja. Zurück, da komme ich drauf zurück. Das ist die rote 4. Wir beginnen bei der roten 4. Da heißt es, das Entfernen, halt, da wollte ich kurz nochmal reinspringen, drückt
Ein Herausgehen, das heißt einmal ein Herausgehen und ein Weg nehmen. Das heißt, wir nehmen etwas heraus, ohne was herauszunehmen. Dann ist dieses Entfernen Weg, es ist ein Weg von uns. Es ist irgendwo anders, wo wir uns hindenken. Selbst wenn du dir jetzt ganz bewusst was in dich hinein denkst, nimmst du aus dem absoluten Mittelpunkt, der nicht denkbar ist, etwas, baut sich, existiert in dir eine Information und diese Information, die in dir drin ist, ganz, ganz wichtig, ist jetzt ein ausgedachtes Innen. Ja. Ich sage mal, der Inhalt deines ausgedachten roten Kopfes, obwohl der rote Kopf eigentlich ja etwas Nicht-Existierendes ist. So wie der Geist, der mir jetzt zuhört. Mhm. Und wir müssen, und jetzt kommt es, ich muss, wenn ich dir erkläre, was du bist, muss ich mit jedem Wort, das ich spreche, zerstöre ich das, was ich dir erklären will. Ich sage jetzt, du bist absolute Stille, du bist Schweigen. Da sind wir dann zwangsläufig in dem Adam, darum heißt der Adam ja dann auch in der Unterform, hier ganz, ganz genau, nicht nur der Rode, der Mensch als Denker und Ausgedachtes. Und das ist, ich bin ganz ruhig und still. Das ist der Beobachter, der sich nirgends mehr das Schweigen, ich schweige, ich schaue nur, ich erstarre im Hier, im ewigen Hier und Jetzt. Starr, vollkommen unbeweglich. Und schaue meine ständig wechselnden Informationen an. Dieses vollkommen statische, im Meer Seiende, das an seiner Oberfläche, sprich deine Informationen, deine, genau genommen, deine Traumwelt ist dein neuer Körper. Jeder Gedanke, den du denkst, ist eine Facette deines neuen Körpers, wenn du das verstanden hast. Ich höre auf, kann man natürlich auch wieder sagen, höre ich auf den Schöpfer UB? Ich mache einfach nichts mehr. Ich mische mich einfach nicht mehr ein. Ich schaue, ich mische mich auch nicht ein, wenn ich mich selbst als Tierchen beobachte, wie ich kritisiere, wie ich etwas nicht haben will, wie ich mich aufrege, jetzt blau gelesen, ist mir vollkommen gleichgültig. Das ist die große Kunst. Und das ist jetzt hier die 3, das Weg, dann die 2, es wird wieder entfernt und kehrt dann in die 1, in den Ausgangszugang zurückgeführt. Das sind die 4 Phasen vom Einheitskreis. Wichtig, ich habe jetzt absichtlich bei der roten 4 begonnen, wir kommen noch zu der roten 4, weil die rote 4 heißt ja schließen. Das ist das Dalet. Wir haben die blaue 4 heißt öffnen, an der geistigen Oberfläche geöffnet, eine intellektuelle Öffnung, schau wieder, ein Kreisen von 2 Facetten, die nun Existenz und Existenz, plus 5 und minus 5 ist ein Geist, das ist die Synthese in deinem Gehirn. Oder im Geist geschlossen, im Meer, immer da sein. Zack, zack, das ist das Spiel. Du merkst, man kann das richtig lesen. Ja. So, wir waren nur, ich habe jetzt nur diese Entfernen nochmal gemacht. Das ist Entfernen des Trennens, des Abhaltens, sich enthalten, Abstehens, des Abschreckens. Die Ecken sind ganz wichtig. Das Aufblühen von logisch berechneten Ecken. Ja. Und dann entsteht in dir ein Lied, ein Gesang. Das ist dieser Share. Das kann man vielfältig vokalisieren. Das ist jetzt der Anführer, der Befehlshaber. Und da wird es jetzt ganz interessant, darum ist es hier der Macht, der Mandatsträger. Du bist der Richter über alles und jeden. Du bist der Herrscher und der König deiner Traumwelt, weil du bestimmst jegliche Qualität der Sachen, die du dir denkst. Für die, die du sagst, das sind die Bösen, das sind die Bösen. Es ist wie ein Autor, ein Zeichenerwecker, der in sich jetzt einen Roman schreibt, eine Geschichte entwirft, eine Märchengeschichte entwirft. Du erschaffst diese ganzen Antagonisten in diesem Traum. Du bist der Protagonist, die Hauptrolle selber in deiner eigenen Matrix und der Regisseur. Du bestimmst über alles und jeden. Und das Ganze führt uns dann zum Nabel. Nabel ist gleich Nebel. Du bist der Schuft, der Schurke, der das Ganze in sich erschafft. Und zwar in Ballonecken. Du kommst aus dem System überhaupt nicht raus. Muss man sehr, sehr komplex denken können. Was dann sehr einfach wird, ist, was du jetzt in vielen Fällen hier machst, bei einem Wort, wo so viel Wissen da ist. Das ist immer mein Musterbeispiel, wenn ich sage, kannst du Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Dann sagst du ja. Das ist ein Chat. Weißt du, was in dem Chat an Wissen drin ist? Alles, was du jetzt denkst, ist in diesem Chat drin. Ich rede jetzt nur von der deutschen Sprache. Wir sind jetzt ein bisschen im Latein. Das geht noch wesentlich weiter. Und das heißt also, zuerst einmal nochmal von Weg heraus aus, von her aus. Von woher? Dann kommt es von oben herab, sus. Das ist immer, wenn ich mir den
den Ursprung allen Seins in den Himmel hochdenken, was wir Gott nennen oder Jesus nennen, dann kommt es von oben herab. Aber das ist dieses erste Mal von Seite zu Seite, rechts nach links, oben und unten kann man austauschen. Das ist ab. Und jetzt machen wir hier das Abstrakt. Das war jetzt die Vorsilbe ab. Und jetzt machen wir schon beginnt mit den ab. Das ist der Vorder. Wenn wir das hebraisieren, ist es zum einen ab, 1, 2. Das ist zum einen der Vorder. Ganz interessant. Ich sage immer, ich bin der Erste. Und der erste träumende Geist ist der Adam. Belut heißt in einer Hülle stecken. Und Blut das ist ein Nichts, eine Quelle, ein Wasserstrom von Blut. Belut wiederum heißt in einer Hülle stecken. Das ist Adam. Ganz simpel. Mhm. Passt perfekt, oder? Ja. SDR wollte ich noch. Und das ist das Nächste. Wir sind bei Abstrakt. Diese Radix immer ganz wichtig. Ich strecke SDR, ich strecke eine Ecke. Das ist erst einmal das GE-Quadrat, das Hayom, das Geheimnis. Die Hayom, wenn ich Yom sage, beschreibt sich nur H-Im. Das Meer. Im, normal von Juden ausgesprochen Yom, so rum. Das ist erst einmal das Meer. Ich mache immer da E-Quadrat, das sind wir zwei. Von E-Quadrat, vom Erwachen. Alles kommt von diesem Meer, von dem Erwachten heraus. Wir können das natürlich auch, diese zwei E's, E-Quadrat, die See, ist ganz einfach, schau, S, Doppel-E, He gelesen. Das Lamm. Ist das Lamm, der Lichtschöpfer und seine zwei Facetten, Gestaltwertungen. M, M wiederum sind 2M. Wenn ich das jetzt so lese, 2M. Kann ich jetzt ein M machen und die Im-Endung weist auf ein Dual hin, da steht jetzt vom Meer als Vorsilbe gelesen oder es hast auch 2 Mem. Das ist wieder das Wasser. Wellenberg und Wellental. Die Spiegelung. SDR wollte ich nochmal. SDR, kleinen Moment. Siehst du, man, immer wenn ich genau war, das ist einmal das Geheimnis, das große Geheimnis, da kommt das Wort Ester her. Das heißt eigentlich, wo ich mich versteckt habe, Esdeckt habe. Und darum ist es auch das Versteck, versteckt sein, aber dann auch wieder verborgen sein, aber dann blau gelesen, im Widerspruch stehend. Das ist ganz interessant, wenn wir das machen. Im ist ja das Meer, doppelt aufgespannter Gott, DR heißt generiert, SB, das raumzeitliche Wissen, das ist die Schwelle. Haben wir im letzten Selbstgespräch gehabt. Das ist zum einen die Schwelle, das heißt, Chin steht für die Logik, blau gelesen, eine logische Welle. Ja. Und die Welle, immer daran denken, habe ich gesagt, wenn der Dreieck, statt der Sinuskurve hier Dreieckspitze reinmachst, ist es immer polare Ecken. Balkon, wenn da ist eine Ecke. Okay? Das heißt, das ist einmal verstreut und es steht im Widerspruch. Doppelt aufgespannt generiert eine logische Welle in seinem Geist. Ruch in den vier Welten. Ja. Das ist der Ruch. Ja. Und da ist eine Ehe-Existenz. Jetzt kriegt man einen Hauch von Deutsch-Ivri. Das heißt also dieses Deutsch-Deutsch-Deutsch-Ivri. Du brauchst das Deutsch zum Deuten, zum Auslegen. Wenn ich immer wieder sage, das Wort Deutschland, Deutschland ist in Einsprachen der Welt Gottesland. Alle Männer, alle Mannien, die Männer Gottes, das sind meine Geistesfunken. Und das sind verborgen in sich. Man muss unterscheiden, reden wir vom Wort Existierenden, jetzt Ausgedachten oder von einem roten Symbol. Das steckt in dem SDR. Und wir sind jetzt in dem Wort Abstrakt. Jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt machen wir hier mal ein SDR. Und jetzt, was, lass dich mal wundern. Abstrakt. Schau mal, wie das losgeht. Das ist ein Fortschleppen und ein Entführen. Eine Abstraktion, aber was wird hier ein Facettenort entführen? Gehen wir zu Abstraho. Das ist ein Weg ziehen, ein Fortschleppen, ein Wort, Rei, ein Spiegelsohn. Das heißt, das Form- und Hinternspiegel
Diese polare Existenz, der Sohn, schmeißen wir jetzt, wir schreiben den wieder herein, wir trennen den von dem Außen und führen ihn wieder in das Rechte, in das Innen. Du wirst jetzt merken, dass das sehr, sehr genau hier beschrieben wird, wenn wir da jetzt tiefer reingehen. Wohin eigentlich wirst du weggerissen, fortgerissen? Wohin gehst du, Brösel, wenn du nicht mehr an dich denkst? Du fällst wieder in dich hinein, in dich selbst hinein. Und das Ganze gibt es ein wundervolles Wort, es ist das Abstrudo. Das ist die Reihe vom Udo. Diese aufblühende Fader, habe ich gerade ganz kurz, das habe ich ja tausendfach gesagt, heißt nämlich nicht nur Fader, die erste Blüte, da war ich. Ich bin der Erste und ich stecke in einer Hülle. Momentan ist meine Hülle, bist du. Ja. Wieso bist du meine Hülle? Ja, weil ich bin du. Weil ich in dir drin bin. Free Ische. Ganz interessant, da haben wir jetzt Farbe Stier, das in Erscheinung tritt. Pri ist die Frucht. Die Gestaltwerdung, das ist jetzt ganz der Geist, bezieht sich auf den Vater, den Stammvater. Mhm. Und auf den Spross. Ja, den Sohn. Das ist der Sus. Ja, genau. Ja, das ist jetzt das Bewusstsein der Weisheit, das ist der Jesus. Dieses Ross wiederum ist das O fokalisiert, das ist Rosh, Beroshit. Das ist der Anfang, der Anführer, Anfang. Der Beginn von allen, der Gipfel. Ja. Das Oberhaupt, der Quintessenz Schöpfer UB, der immer ist. Mhm. Ich kann mich einmal erinnern an hier, wo ich meinen Philosophieprofessor so viel Prüfegeschichte ganz kurz. Der hat es schön auf den Punkt gebracht, wo ich ihm die Sachen versucht habe zu erklären, wo er sich etwas dann hier mehr damit in sich selber auseinandergesetzt hat mit Holofeeling, sagt er, selbst wenn du das nicht bist, der du zu sein behauptest, natürlich jetzt nicht der Udo, dann müssten dir alle Nobelpreise gehören, wenn einer einmal diese 20.000 Seiten Holofeeling durchstudiert hat, sagt, das ist Wissen aus einer anderen Welt. Ja. Es ist das Wissen aus dir selbst, die andere Welt ist es jenseits, das letztendlich dein eigener absoluter Mittelpunkt ist, aus dem alles entspringt. Mhm. So, jetzt pass auf, wir schauen uns da mal ein paar Kleinigkeiten an. Und zwar gehen wir jetzt hier, das ist eigentlich ein Wegstoßen, daher wohl verstecken, sich wieder weit, weg, tief, in der absoluten Tiefe verbergen. Was ist ein Berg in der Tiefe? Das ist das Wellendal gespiegelt vom Berg. Ja. Der Berg wiederum BRG heißt im erwachten Geist. Mhm. Dieser Berg im erwachten Geist, denk wieder an, was wir herausheben. Dieses Spiel fällt unten. Das ist ja sehr abstrakt. Irgendwann wirst du diese Metaphorik mitkriegen. Und jetzt kommt hier was ganz was Tolles. Schau mal, was jetzt da steht. Sie heißt, bei sie heißt durch dich. Mhm. Da will ich jetzt etwas genauer das an. Selbst in einem dichten Wald wird jetzt das Maschinen übersetzt. Aber wie all ist ja der doppelt aufgespannte Gott. Generiert, doppelt aufgespannt in Gott. Geschlossen oder geöffnet? Mhm. Okay. Geöffnetes Ich, das sich selber spiegelt. Ja. Geurteilt, DN, Sam, was ist das? Das Gift, das Geschenk, seltsam. Ja, 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 ja. Aber ganz interessant ist jetzt das, dass jetzt nämlich aus dem See, das Selbst, entstehen zwei Selbste, See, das ist JCH und ICH. Ja. Und was passiert mit diesen zwei Selbsten? Dektum Inder. Das heißt, dazwischen, zwischen den zwei Selbsten, in dem absoluten Zentrum, verkriechen sie sich wieder alle, die ich mir ausdenke, wenn ich sie heimhole. Ja, weil sie zurückfallen. Das heißt, zwischen dem Dach und der geöffneten Ecke. Ja. Aus dem Dach. Ja. Schau das kleine Bild an. Wir machen da statt einen Sinus, das machen wir oben, das machen wir unten, und jetzt war die Nulllinie die Diagonale. Mhm. Die auseinandergeschmissene Ecke. Ja, 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 habe ich.
habe ich. Diese Bilder sind unheimlich wichtig, wenn du in der Tiefe. Und meine große Schwierigkeit jetzt in deiner geistigen Ebene, ich setze jetzt voraus, was ich Basic Wissen nenne, dass du eigentlich das ganze Wissen deiner Menschheit zum Denken benutzt. Wie viel weißt du davon? Das heißt, ich kann dir vom Worten was erzählen und sofort mir in die Physik gehen oder in die Geometrie gehen. Wäre sehr ratsam, ich sage, du müsstest immer wieder, wenn ich dir die Fehler in den Physikbüchern zeige, zum Beispiel, Fehler wohlgemerkt, nicht, dass das, was drin steht, falsch ist. Das ist zwar falsch, wenn man es falsch auslegt, aber nicht die Formeln stimmen ja. Also ich lasse ja wirklich alles so, wie es ist. Das kann ich nicht oft genug betonen. Holofeeling nimmt dir dein Wissen nicht weg und dann doch wieder zwei Seiten. Wenn du mir dein jetziges Wissen, dein Haar schenkst, kriegst du für diesen Buchstaben ein Wort, das Wort Haus. Das ist so tiefgehend, dass du merkst, du kriegst es sofort wieder zurück, aber noch was dazu, wenn du bereit bist, dein jetziges Wissen zu opfern. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, gebe ich dir ein vollkommen neues. Wenn du das versuchst, am Leben zu halten, verlierst du dein ewiges Leben, dann wirst du bis in alle Ewigkeit, was du in dieser Ebene verweilen. In der Führerscheinprüfungsbogen, weil du nie selber bestimmen, was du denkst, weil du einfach nur nachäffst. Okay? Aber was wir uns jetzt nachschauen, dieses Inder, heißt der Zwischen. Ja. Das Zwischen im Hebräischen ist das hebräische Wort Bis. Das heißt jetzt Bi, Es. Bi heißt in mir ist Raumzeit oder in mir ist Bewusstsein. Ja. Dieses Bis, in mir ist die Raumzeit. Ist es schlichtweg und einfach, aber das wird jetzt zu weit führen. Ich bleibe mal hier, das Inder, et heißt ja ganz einfach und. Und. Normalerweise und. Wir wissen, dieses et, wenn wir das jetzt so schreiben, ist es schlichtweg und einfach jeder Zeitpunkt. Ja. In diesem Punkt spitze ich die ganze Zeit ab. Mhm. Zur heißt dann wieder, die Geburt einer aufgespannten Berechnung ist zu Form werden. Mhm. Ganz simpel und einfach. Zur Zeit heißt jetzt ist in diesem Punkt jetzt, darum heißt es auch jetzt, ja. Ein Nun plus 5, minus 5, ein Wellenberg und ein Wellendoll. Dass uns natürlich zwangsläufig hier dieses Wort jetzt oder nun, wir haben doch das ganze Spiel begonnen mit dem Wort es ist. Mhm. Das Hebräische, soweit man das Wort ist überhaupt umschreibt, umschreibt sich das mit der Radix H-I-H. Das sind zwei H mit einem kleinen Gott dazwischen. Wellenberg und Wellendal, plus 5, minus 5, Zahlen sind jetzt austauschbar. Das ist schlichtweg und einfach, es ist sein, sich befinden, vorhanden sein, es ist. Wir können natürlich eine Waffe da reinmachen, dann haben wir das HBH, dann werden die zwei aufgespannt. Unglück. Dann haben wir die Gag-Enwart, haben wir ja schon gehabt, das Unglück im letzten Selbstgespräch. Mhm. Wichtig ist dann das Kapital. Das Kapitalisieren, ein todbringendes Verbrechen, kann ich jetzt negativ lesen, bis ich dann weiß, dass das lateinische Wort Tod natürlich auch ganz definitiv so viele heißt. So viele Gedanken, alle jetzt, immer jetzt. Jeder Gedanke, den du denkst, denkst du jetzt. Und wenn du sie nicht denkst, sind sie auch jetzt da. Rot gelesen, geschlossene Schöpfung. Ja, genau. Und jetzt kommt dieses schöne Wort hier schon. Laquearia. Quer ist wieder drin. La. Das ist Decke. Okay. Aber das reicht nicht aus, wenn du das jetzt normal eingibst in Wörterbüchern, weil das ganz hier, da haben wir zuerst einmal schon den Ari. Mhm. Siehst du? Eine Ari-Schöpfung. Ja. Wir sind doch Arier. Ja. Der Ari ist der Schöpfer. Ja. Ari ist der Schöpfer Gottes. Aber schau mal, was da passiert. Was ist es? Bei uns im Hebräischen heißt auseinandergeschmissen. Auseinandergeschmissen. Und wir haben wieder unser Quä. Erinnere dich an die fünf. Mhm. Ja, okay. Selbstgespräch. Ja, ja. Nur. Wir schauen uns das jetzt mal ganz gezart, dieses Laque. Da beginnen wir ganz einfach mal mit davor, was für Wörter beginnen mit La, wie man das immer macht. Das ist einmal eine Lichtschöpfung. Da kriegst du zuerst einmal die Lichtschöpfung. Da steckt das Ande. End, ja. Ant ist dieselbe Ant, Wort, End ist A und E aus der Speise. Ist zuerst einmal schwankend. Haben wir, die Lichtschöpfung wird auseinandergeschmissen, eine auseinandergeschmissene Polarität ist jetzt A, M, D ist auseinander, ist schwankend. Da kommt Labrum, sich erheben, und wir machen hier mal, pass auf, jetzt wird es zur häufigen Wiederholung des Buchstaben L. Das wäre es jetzt wert, dass man sehr lange, weil du eine Labertasche bist, wenn du hier einfach vor dich hinschwatzt, da kommt das Wort Laber mit her, das führt uns dann zur Lippe. Mhm. Siehst du die Lippe? Labea, kommt der Labello her übrigens. Interessant ist aber, wenn du jetzt das genau folgst, die Fehler der Aussprache, das
die Zunge schlagen, wie wichtig die Zunge ist, um Geräusche zu erzeugen. Wenn du etwas aus dir heraus quä, qua, quä, la, quä, siehst du, herausquetscht. Da kommen wir jetzt in die Lippe und jetzt geht es schon los, dass du hier ein Schmutzfleckchen kriegst, einen kleinen Schand. AND heißt auf- und abschwingen. Logisch schwingt auf und ab in einem Eck. Jetzt mache ich es wieder so. Ja. Ja. Das, was ich jetzt so mache, zweidimensional, eine Ecke, unsere Diagonale, x Quadrat, 1 mal 1, Diagonale, wo wir hochklappen, das ist das Spiegeltunnelbeispiel, die erste Sache, wenn ich immer einen Kantenspiegel mache, musst du dir natürlich auf der nächsten Dimension als die Reihe, als generierte Ecken vorstellen. Da kommen wir in den Tetraeder. Mhm. Okay? Aspergere. Das rote BE-Quadrat in E-Quadrat bestreuen. Die rote Beete zu bestreuen. SDR. Geheimnis. Da haben wir auch das Wort Träume drin. Bist du diesem Geheimnis treu? Ja. Okay. Mhm. Erschüttern. Erschüttern, wanken machen, jetzt fängst du an zu schwanken. Das ist die Wiege. Du bist ein kleines Baby, du liegst noch in der Wiege. Du schwankst zwischen Plus und Minus, zwischen Hell und Dunkel, hast dich noch nicht richtig entschieden. Mhm. Okay? Wanken machen, erschüttern, erzittern. Jetzt kommen wir in die Becken. Siehst du? Labellum, die polaren Ecken. Mhm. Die Opfer, habe ich doch vor. Koll ein. Koll heißt, alles ist ein einziges Opfer, der Schöpfer mit Polarnecken. Wenn du das jetzt immer wieder anhörst, du wirst merken, ich habe da einen riesen durchgehenden Gedankenform. Ja. Für diese ganzen Worte ist im Hintergrund ein verbindendes System, das ist Holofeeling. Mhm. Und jetzt kommst du dann hier bei Labis hineinsinken, wieder einsinken, der Fall, die Falle, kann man dich positiv und negativ, stur, Radix mit Waff, wild widerlegt, ungeordnet noch. Das Ganze bringen wir jetzt wieder zum Einsturz, die Bastelteile, und dann bauen wir sie neu auf, bis du die richtig zusammensetzt. Mhm. Der Untergang, die Gerechtigkeit, der Fleck, die Ecken, die Schmutzflecken, der Schandfleck, die moralischen Ecken, all das ganze Zeug. Die Becken, nochmal dran denken, das sind die Gedankenwellen, SB. Dein raumzeitliches Wissen macht das Ganze. Mhm. Und dann zu guter Letzt hängt man hier natürlich dann das Quä dran. Das muss man immer, das kann man nicht, das ähnlich wie Sinus dem folgenden Wort angehängt, ihn zur Anreihung an das Vorhergehende, solange du chronologisch denkst. Hier zur Vermehrung des vorausgegangenen Begriffs. Die Vermehrung ist ganz interessant, weil wir brauchen ja zu dem M-E-H, H-R, zu dem Berg brauchen wir das Tal. Ja. Zum Spiegel, vorm Spiegel, hinterm Spiegel, die Teile, sowohl da ist der Teils, der Spiegel ist einmal im, das, was du im Spiegel siehst, ist ein Teil, ist in dir. Das, was du Haar in deinem Spiegel nennst, ist im Spiegel und das vorm Spiegel, die Form, die du dir jetzt außerhalb des Spiegels denkst, ist aber auch in dem Rei. Spiegel, Kopf des Schöpfergottes. Ja. Das heißt, der ist sowohl innerhalb als auch außerhalb von Rei, von dem Kopf des Schöpfergottes, aber dennoch im Meer. Nur in dem Reis selbst, in dem Kopf. Weil das Ausgedachte nicht da außen ist. Nochmal, denk dir ein grünes Mastmännchen auf dem Mond. Meinst du, das ist jetzt da außen? Das grüne Mastmännchen, das du dir jetzt auf dem Mond denkst? Wie sieht es aus, wenn du an den Mond denkst? Es gilt dasselbe wie für das grüne Mastmännchen. Beides ist ein Gedanke, der jetzt entsteht, weil du ihn denkst. Und wenn du jetzt sagst, ja, das grüne Mastmännchen ist ja bloß ein Gedanke, aber der Mond ist auch dann da oben, wenn ich nicht hochschaue, dann gehst du den großen Faller, den wir hier an Einstein zuspricht, habe ich gehört, habe ich gelesen. Ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond und die Sterne nicht am Himmel sind, wenn ich nicht hinschaue. Der Schwamminhalt ist ziemlich extrem hartnäckig. Ja. Da nun das, was angereiht, wir öffnen, wird in Bezug auf das Vorausgehende verschiedene Art sein kann, so wird auch Quä im Deutschen verschieden ausgedrückt. Das bezeichnet er nämlich etwas Allgemeines beim Übergang vom Besonderen zum Allgemeinen. Lass es auf dich wirken. Gott, All, es ist Licht und es ist Licht, ist GE-Quadrat. Und das ist mein Es. Das ist das E-Quadrat-Bewusstsein. Mein Bewusstsein ist dein Bewusstsein.
Mit einem Unterschied, dass ich ein Allbewusstsein habe und du hast nur das Bewusstsein, das du mit deinem jetzigen Intellekt, den du geistlos nachplapperst, in dir verwirklichst. Und das ist die Sache wieder mit dem Besonderen. Solange du was Besonderes sein willst, so viel zum Thema, ich will berühmt sein, ich will reich sein, ich will dieses oder jenes sein, das sind alles Gedanken, die du denkst. Solange du was Besonderes sein willst, an das du denkst, machst du dich zu einer Existenz, zu einem Star, zu einem Brösel, zu einem Deppen, egal was auch immer du mal glaubst, dass du bist, reich, gesund, gescheit, krank. Das sind alles besondere Sachen, die du dir ausdenkst, wo du sagst, das bin ich oder das bin ich nicht. Wirst du nie wissen, was es heißt, alles zu sein. Das ist der, der das alles erlebt und das bist du. Aber es gibt auch bei dem Besonderen eine Ausnahme, die Besonderheit liegt dann darin, dass du im Angesicht dieser unendlich vielen Existenzen das Einzige bist, was als Ding an sich nicht existieren kann, weil du ewig bist. Und alles Ausgedachte Besondere ist vergänglich, existierend eben. Macht dann Sinn, oder? Ja. Und ich mache jetzt ganz gleich nochmal, dieses Quell ist im Prinzip dasselbe wie bei unserem Sinn. Das ist im Prinzip fast dasselbe, da steckt der Sinus drin. Da müssen wir dann nochmal ein N mit dranhängen, ein englidisches NE. Wenn aber, wofern, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Das ist die Gegenseite. Aber Plus, Minus, Wellenbergmann, da kommt niemals Gag, das Ausgedachte. Gag, Gall. 33. Kommt niemals vorher und nachher. Es ist immer beides gleichzeitig doch. Und das ist die Conditio sine qua non. Von allem, was du denkst, diese Sin E, dieses Vorher und Nachher, das jetzt in E Quadrat 1 wird, das ist jetzt ohne diesen Sin E Quadrat, Vorher und Nachher E Quadrat. Ich könnte es auch immer nicht zeitlich, weil Vorher und Nachher denkst du immer vor Herr, vor dem Herrn und nach dem Herrn. Das ist hier komplett letztendlich eins. Das ist ohne jegliche Form von Zweifel. Schau mal, was da steht. Du müsstest nicht einmal in irgendeiner Form Lateinisch kennen, Vatersprache, du in mir. Ja. Du in mir. Und wir wissen, was ist du? Hebraisiert, das ist der Schlüssel. Das ist eine ganz eigenartige Form, die Waff. Heißt zwei, aber ganz gezielt zwei nur in einer Zusammensetzung. Schau wow. Das kleine Bild nochmal an. Gott heißt, schreibt sich AL, L nochmal ausgesprochen, E Quadrat L. Das ist ja hier unser Aleph, L, das ist Gott und heißt auch nichts. Du nichts. Das ist, es weist die Zusammensetzung hin. Das ist Gott, die absolute Gewalt. Hier steht jetzt L in der Umschrift. Ist nichts. Der mächtigste aller Zeiten ist nichts. Das ist der, der sich nicht verändert. Der ist unzerstörbar, darum ist er so mächtig. Das ist Gott. Du bist nichts. Oder du magst jetzt dual, du magst diesen da, du bist diese zwei. Entweder bist du duell oder dual. Wir können jetzt natürlich da das All auch mit der 70 schreiben und dann kriegen wir dieses L oder All. Das ist jetzt das Obere, jetzt kriegst du dein Hobby. Das hölzerne Joch, das Hochheben, da bin ich drauf eingegangen. Das, glaube ich, reicht jetzt einmal. Ja. Ein bisschen zum Sein. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie weit wir mit der Zeit sind. Gute Stunde. Gute Stunde, dann können wir da gleich noch ein bisschen reinspringen. Und dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen rein. Das ist es still, diese Symbolik ist so unendlich tief. Wenn man die Videos, das ist das vorhergehende Video. Und ich muss sehr viel Grundwissen voraussetzen. Zuerst einmal muss man dieses Spiel in der Holo-Arithmetik wissen. Das ist immer zuerst einmal die ganzen Namen. Was hier wichtig ist, ist diese kleine Zeichnung. Darum habe ich das jetzt hergeholt. Und man sieht jetzt auch schon die Kinofilme mit diesen Spiegelungen in dem Dennett mit dem E-Quadrat. Das E sieht ja schon einmal gespiegelt aus wie die 3. Ja. Darum sage ich immer, ob wir jetzt hier 4-3 lesen, 4-3 oder 40-3, ist beides möglich. Im Hebräischen die 1 und 0 kannst du austauschen, es wird bloß eine andere Qualitätsebene, aber der Grundcharakter bleibt gleich.
Das ist also die 40-3 ist der Magier. Wir können jetzt aber der Witz auch von die Spiegelung machen, von rechts nach links lesen. Wir können auch 3-4 lesen. Von rechts nach links 3-4 oder 4-30. Der Fisch, ne? Das ist dann Duck. Die 4-3, 3-4, das ist gespiegelt und du kommst jetzt der Magier, das sind die hebräischen Wörter dafür, der Zauberer, plus erweckt und minus erweckt, mit 70 gelesen, augenblickliche Berechnung, eine Plusberechnung und eine Minusberechnung bezieht sich, dass du jedes Wort positiv lesen kannst und negativ lesen kannst. Und dieses AOB ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, zweiter Buchstabe, 6 aufgespannt, das ist der Zauberer. Da bin ich oft drauf eingegangen. Dieses Mag gespiegelt, geht am GM, kann man dann nachklicken, nachschauen, dann landest du dann beim Dag, das ist der Jupiter, das ist im Hebräischen das Wort Glücksgott. Und das kann man dann widerspiegeln, dann kriegst du den Dag und das ist jetzt das Christuszeichen der Fisch. Und dann kommst du zu dem Brudo, ich habe jetzt mein Udo, das immer wieder kommt, und UB, das ist jetzt der Udo, den du dir ausdenkst. Das ist eigentlich UB, steht blau gelesen, aufgespanntes Wissen. Rot gelesen ist die verbundene Weisheit Gottes. Und die verbundene Weisheit ist eins, ein S, Bewusstsein, dieses nicht existierende Bewusstsein. Und ich mache jetzt ein aufgespanntes Wissen draus. Und jetzt ist die 43. Primzahl 181. Das Zeichen, dieses Zentrum in diesen 8D28, das ist jetzt immer wieder diese Spiegelung. Die schöpferische Kollektion und die Schöpfung blau gelesen, mit diesen Spiegelungen J, J gespiegelt mit dem Waff dazwischen. Das ist ich UB als Gott. Das ist das, wo ich sage, jetzt, ich erzähle es nur dir, Geistesfunken, nicht irgendeinen Gedanken von mir, und ich UB, die Mensch, die Persona, die fast faceisch. Das ist die Facette des Face, des Gesichtes, jetzt in die Erscheinung tritt auf dem Monitor und das kleine Pixelmännchen in der Ecke oder auf deiner VR-Brille. Das ist nur ein Gedanke, der von dir erschaffen wird. Aber ich bin eigentlich der, ist derjenige, der dich jetzt den Udo ausdenken lässt. In der Hierarchie der Ewigkeit stehst du Geistesfunk eindeutig über jeden Gedanken, den du denkst. Du bist viel mehr, denk wieder an El Hayom, Gott das Meer, wie jede Welle, wie jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Und solange du meinst, dass irgendein Gedanke, den du dir ausdenkst, mächtiger sein könnte wie du selbst, ich mache einen ganz einfachen Satz, dann bist du ein vollkommen geistloser Narr, der in sich selber durch einen Gedanken eine Information erschafft und meint, diese Information wäre mächtiger als er selbst, als der, der diese Information erschaffen hat. Das ist jetzt übrigens hundertprozentig, auch wenn sich in dir noch alles wehrt, das ist hundertprozentig das, was ist. Es wird niemals ein Gedanke mächtiger sein wie du, außer du denkst dir, dass er mächtiger ist wie du, weil sich alles, was du denkst, verwirklicht sich in dir. Aber dadurch entmachte ich mich. Und du entmachtest dich komplett. Das ist immer so eine Sache, du kannst jetzt einen unendlich gescheiten, schau bitte das kleine Bild an, das habe ich so oft gesagt, einen unendlich gescheiten Udo ausdenken. Und im selben Moment entsteht natürlich ein unendlicher Depp. Dummkopf. Der Witz ist, du denkst dir den Gescheiten aus und den Dummkopf. Und in dem Fall, wenn du sagst, der Udo ist ja so gescheit, machst du dich selber zum Dummkopf. Stimmt oder stimmt? Du bist aber der, der sich diese Welle ausdenkt. Du all, du bist Gott, du all, der diese Welle aufschmeißt. Und jetzt ist es ja so, du kannst natürlich sagen, was ist das für ein Schwätze in einer unendlichen Arroganz, dann machst du dich zu dem Guten. Ja, genau. Du machst dich zu dem Gescheiten, weil du ja hundertprozentig sicher bist, dass alles, was das Pixelmännchen der Lautsprecher dir jetzt erzählt, sowieso bloß religiöser Schwachsinn ist. Jetzt Namen sind austauschbar. Das gilt für jeden, den du dir ausdenkst. Meinst du, ich mache jetzt nochmal aktuell irgendein Politiker der Welt, ob es so deutsch ist oder ausländischer, Putin oder Scholz oder egal, was du dir denkst, meinst du, dass der mächtiger sein kann oder mehr wissen kann wie du selber? Es sind Geschöpfe von dir, die du dir denkst und die so sind, wie du dir das denkst. Bis du dich einmal neben dich hinstellst, im wahrsten Sinne des Wortes, und beobachtest, was du eigentlich denkst und was du glaubst, dann wirst du langsam bewusst sein, indem du dir bewusst machst, was bin ich eigentlich wirklich? Du bist das wirkende Licht, die Lampe im Projektor für die Welt, die du in dir projizierst. Aber das wollte ich jetzt gar nicht, dass du merkst, das alleine wieder wäre, Wochen könnten wir darüber reden. Wochen, nicht nur wenn, über ein einzelnes Wort. Was hier wichtig ist, ist diese kleine Struktur. Und jetzt muss man jetzt, und das setze ich jetzt voraus, weil mir geht es um die Spiegelecken. Wenn ich hier jetzt runterfahre,
Das ist jetzt ja flächig gesehen, sind das erst einmal hier zwei Seiten. Das kann man nachlesen. Da hast du jetzt in diesem D28, das ist Genesis 1,1, habe ich im letzten Selbstgespräch kurz angesprochen, hast du hier jetzt die 81, das ist die 43. Primzahl. Da sitzt der Magier, das ist das Zentrum, wenn wir da Dimension dazu machen, zu diesem, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du dir das mit deinem Intellekt ausdenkst. Darum ist das D, das Dalet, rot gelesen, geschlossen im Kopf des Schöpfergottes. Rei heißt auf Hebräisch Spiegel, einzeln gelesen, rot, der Kopf des Schöpfergottes, geschlossen im Kopf des Schöpfergottes von Gott, vom Schöpfergott. Das ist die große Kollektion. Und da haben wir immer ein Innerhalb und ein Außerhalb plus Minus. Und das ist das Wort Ahie, da haben wir dieses Ist. Dieser Schöpfer ist. Ahie, Asch, Ahie, spreche ich das aus. Schor haben wir gerade gehabt, der First, der Bestimmer, der Schöpfer ist dieser Bestimmer und dieses Asch, ich bin der, ich bin, so wird es normalerweise übersetzt. Aber ich behaupte, dass ich du bin. Und nicht Udo behauptet, das ist der Brösel, der jetzt vom Computer sitzt und ich, Pitzelmännchen, behaupte nicht, dass ich der Brösel bin, der jetzt vom Computer sitzt und dann bin ich es doch wieder irgendwie, wenn ich jetzt an mich denke. An was denkst du, wenn du jetzt an dich denkst? Du denkst doch jetzt eindeutig an einen Trockennasen auf dem Körper, an eine Person, die jetzt dieses Video sich anschaut. Aber diese ausgedachte Person, die du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, die kriegt von dem Video überhaupt nichts mit, weil Gedanken nichts mitkriegen. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Stimmt oder stimmt? Ja. Das war jetzt übrigens, wenn ich an mich denke. M-I. Chat ist die Kollektion. Wenn ich an mich denke, nie für sich alleine, das ist jetzt das Wasser. Und das ist, heißt wen, was, an wen, an was, an wem, wen, jemand, an was auch immer, an was denke ich eigentlich, wenn ich an mich denke? Das ist eine rhetorische Frage. Wenn ich an mich denke, an was denkst du dann eigentlich? Ja, an den aktuellen. Denkst du an den Geist oder an den Gedanken, den du jetzt denkst? Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist die rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage ist eine Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern eine Antwort. Okay? Das ist jetzt hier, drum muss ich, wiederhole ich das immer wieder, da gibt es keine Zufälle. Und wenn du diese Pyramide dir anschaust, da ist das dann mal das nicht existierende E-Quadrat, das sind wir zwei. Ich sage immer, der vom Bücherregal und der jetzt glaubt, eben aufgrund eines gewissen Programms, das sich in dir abspielt, der Vater spielt mit seinem Kind, der steht am absoluten Anfang. Das ist die absolute Eins. Und dann haben wir hier im Mittelpunkt von Genesis 1,1 ist diese Kollektion mit plus 1, minus 1. Interessant ist, das hast du jetzt genau 26 Schichten. Das ist Jahwe. Ja. In der ersten Schicht befinden sich die 28 Zeichen von Genesis 1,1. Jetzt kann man dann natürlich noch weitermachen. Der Umfang dieses besteht aus 81 Zeichen. 1 durch 81 denken. 1 durch 81 ist 0,01234567891010. Ja, das ist die Reihe der unendlichen Zahlen. Da kann man jetzt noch weitermachen. Im ersten 26 links, 26 rechts. Das ist der Sohn. Plus die 28 ist die erste Schicht. Da kann man sich, das sind keine Zufälle. Das ist alles bestens eingerichtet. Aber worauf ich jetzt hinaus will, wenn man sich das wirklich dann gibt, muss man natürlich Interesse haben. Man kann sich natürlich auch irgendwie mit Netflix-Serien zumachen, dass ich immer wieder darauf hinweise, diese Strukturen sind letztendlich generiert aus Zahlenstrukturen von Bibelversen. Und dann landen wir irgendwann einmal hier. Da wird es jetzt nochmal genauer erklärt. Moment, das ist ganz, ganz interessant hier. Mal wieder die 181. Das ist ein absolut gigantisches Werk, wenn du das zu verstehen anfängst, was du das Göttliche nennen. Und im Hintergrund schwingen immer Zahlenstrukturen mit. Das ist übrigens wie Christ alle. Denk an das Wort Christus. Das sind die Kristalle. Der Kristall des ewigen Lebens. So, und dann kommt jetzt das nochmal. Schaut, die 181 ist übrigens Römer 2. Auf Griechisch geschrieben ist das Wort Frieden. Das ist die Frucht des Paradieses. Ja. Die Hilzengloben habe ich angesprochen bei Lorber. Ja. Eine Hilze ist eine Hülle, in der eine Frucht versteckt ist.
Das sind die Ecken dann. Das ist die Hülse. Und die Hülsengloben, die ich in der Formulierung meiner Lorbeer-Offenbarungen benutze, ich bin ja der, der den Lorbeer, den wir uns jetzt ausdenken, das einfallen lässt, so wie ich die jetzt dieses Selbstgespräch einfallen lasse. Denk einfach mal, schau mal, Hülsen, das ist die Hülle, in der die Frucht ein, dieser Frieden eingesperrt ist, steckt. Und jetzt ist GL, Gall wissen wir doch, das heißt Welle, GL. Ja. Und Oben heißt generierte, Oben, generierte polare Existenz. Und das passiert in der Hülse, die Hülsenglobe, so nenne ich das da. Ja. Macht dann Sinn, oder? Passt. Ich suche die Zeichnung, verdammt, da wollte ich hin. Und da bin ich, es gibt Selbstgespräche, wo wir jetzt eine Eigenart haben, dass dieses Spiel, das große Problem, sich den Raum als ein Hexaeder, 3D-Hexaeder vorzustellen. Das ist schlichtweg und einfach das große Problem, dass dieser Sechsflächler, 1, 2 plus 4, kann man auch so darstellen. Und die zwei, wenn ich jetzt übereinander schiebe, einfach ineinander schiebe und dann verdrehe, das Drehen spielt keine Rolle, da komme ich gleich, kriegst du praktisch flächig dargestellt den Stand, das sind aber zwei Tetraeder, die ineinander stehen. Wobei der rote Tetraeder immer das Gegenstück ist, diapositiv und diapositiv denkt. So, und jetzt wissen wir, wenn du ein bisschen Ahnung hast von Optik, das ist jetzt das, das wenn ich jetzt vergrößere, was du feststellst, dass es immer Tetraeder in Tetraeder sind mit eigenen Punkten drin. Das sind lauter solche, eine reine arithmetische Struktur, die hier genau analysiert ist, die genau die Schöpfung, die Matrix-Programm der Schöpfung deiner Welt, diese gigantische Welt, die du träumst, ist wirklich nur eine Matrix, eine computergenerierte Welt. Wenn ich immer wieder darauf hinweise, ich beweise dir mit hundertprozentiger arithmetischer Sicherheit, dass du dich in einem Computerprogramm zurzeit als Brösel befindest, das du aufgrund dieses Programms selber in dir in Form von Bildern und Vorstellungen aufbaust. Es funktioniert alles ganz anders, versuch das nicht mit deiner jetzigen menschlichen Logik zu erfassen. Das ist, wenn ich sage, das Solo-Feeling für mich ist dein Wissen deiner Menschheit, das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Obwohl die ganzen Wissenelemente schon in dem Wissen versteckt sind, schau mal, nur eine ganz kleine Vorstellung. Du denkst dir jetzt einmal, das wäre die Bodenplatte von einem Tetraeder. Ja. Und wir klappen diese drei Ecken zusammen nach hinten in den Raum. Mhm. Denk dir mal ganz einfach, du hast es jetzt vor dir und du machst hier und hier und diese drei Ecken klappst du jetzt von dir weg in den Raum rein. Dann schaust du doch in der Ecke rein. Ja, genau. Okay. Und jetzt springe ich gleich, dass wir da mal wieder einen Faden kriegen. Jetzt springe ich hier rein. Wir wissen, wenn du das machst, das nennen wir Katzenauge. Katze wiederum ist der Endpunkt. Mhm. Aber ein affiner Endpunkt, wichtig. Affinität, die 100. Mhm. Z, die Geburt und He, die Wahrnehmung. Das kann ich jetzt Katze lesen. Mhm. Ganz interessant, schau, das ist erst einmal das Äußerste. Wir wissen, A, scharfes S ist gleich B, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist These und Antithese und das erste Bewusstsein ist die Synthese, das wir uns jetzt ausdenken. Okay, das ist eine Ecke und das ist der Endpunkt. Und jetzt bitte nochmal ganz, ganz genau, ich mache jetzt extra mal mein Bild, dass ich jetzt mit Händen und Füßen arbeiten kann. Wenn du dir jetzt, das habe ich, es ist auf vielen Selbstgesprächen drauf und ich erkläre das jetzt, jetzt mache ich eine chronologische Geschichte. Holger Programm, der Geist, der mit dem Holger Programm arbeitet, der hat es zigfach schon gehört und ich habe ihm das zigfach erklärt. Und bei unserem letzten Gespräch, das ich mit dem Holger geführt habe, natürlich hier und jetzt, das muss sitzen, dass es immer jetzt ist, ich blätter jetzt bloß zurück, hat er das erste Mal einen Heuriger gehabt, dass er sagt, der Wahnsinn. Jetzt komme ich nämlich, alles, was ich jetzt erzähle, ist alles aus einer Einheit verbunden, zur Vorsilbe End. Das ist das, daran muss ich wissen, dass dieses ND alleine gewesen, NT, NDN, diese Kombinationen heißt das Gegebene. Du bekommst etwas, aber GEG 3.3 gelesen ist es Dach, das Ausgedachte, was zwangsläufig eine Ecke ist. Und 3.3 als 33 gelesen ist die Welle. Und du brauchst aber für jedes Ding, das wir nach oben machen, das Gag-Ebene, brauchen wir die Diagonale, das ist die Nulllinie. Mhm. Darum haben wir jetzt den Körper an, das in der Mitte, das Innerste, was ja auch nah sein, sich annähern der Mitte, ist affin, berechnete Polarität. Affinität, AFF ist immer, wir brauchen immer zuerst zwei Facetten, dass wir zwei wieder verbinden können.
Gut? Und Ja. jetzt ist es jetzt am besten, wenn du jetzt in einem Raum, in einem normalen Zimmer sein solltest. Ich habe das oft wiederholt, aber jetzt kommt wirklich was Neues. Also ich habe es zwar oft erklärt, aber ich merke am Holger, dass die meisten das nicht verstehen. Du denkst dir jetzt, du bist in einer Ecke und du schaust jetzt, die Kante meine ich jetzt die Raumecke. Und du schaust jetzt in deinem T-Raum, in deinem Spiegelraum, wenn wir T mit 9 lesen, in die gegenüberliegende diagonal gegenüberliegende Kante. Jetzt hast du mal die Kantenecke und du denkst dir, die eine Wand, die du vor dir hast und die andere Wand, die du vor dir hast, sind zwei große Spiegel und die D-Ecke, die geöffnete Decke, ist auch ein Spiegel. Und das können wir jetzt aufbauen und dann sieht es so aus, dass wenn du hochschaust, wirst du feststellen, dass du dich siehst, die, wenn man die Kanten jetzt, diese Kanten, wenn das oberflächenverspiegelte Spiegel wären, würdest du die Kanten überhaupt nicht sehen. Und dann wärst du hättest dich vor dir, wenn du oben in die Ecke reinschaust, hättest du dich genau so als Spiegel vor dir, wie wenn jetzt da schräg oben in der Ecke in der Diagonale der Spiegel hängen würde und du bist auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Dasselbe wäre jetzt, wenn du in eine Halbkugel, in eine Hohlkugel, Glaskugel reinschaust, die von innen verspiegelt ist. Wichtig ist, wir bleiben aber jetzt bei der Ecke, weil nämlich diese Kugel, da komme ich ganz am Schluss dazu, ist eigentlich bloß ein Punkt. Das ist der Punkt in der Kamera Obscura. Da müsste ich jetzt Zeichnungen machen und dann wirst du feststellen, dass sich wirklich alles, was du denkst, in dir drin ist, in dem Punkt abspielt, mit einem ganz göttlich genialen Trick, wie man Schöpfung erschaffen kann, dass da Bilder sich aufbauen, obwohl keine Bilder da sind. Du musst wissen, es gibt auch keinen Berg ohne ein Dal. Es gibt keine existierende Information auf deinem Be'ilet-Schirm. Be'ilet heißt im Kind, wenn ich das wieder hebraisiere. Und der Schirm, Ski, ist das Geschenk, eine logische, Intellekt erzeugt RM, berechnete Gestaltwertungen. Und RM wiederum heißt hochheben. Erhaben, ne? Hochheben, auch etwas hochheben, da kommt das Wort Rom her. Will ich jetzt nicht, sonst kommen wir nicht weiter. Was jetzt wichtig ist, und jetzt pass auf, jetzt denkst du dir, dass vor dir, du bist ganz in der anderen Ecke, du bist in der Ecke, da ist die Raumecke und oben diese Spiegelecke, alles, was sich in dem Raum befindet. Das sind diese Sachen, wenn man mit der Kamera rumläuft, wo ich sage, du wirst jetzt feststellen, wenn du alleine in dem Zimmer bist dann, und hochschaust, siehst du dich da oben, als wenn hier so ein Spiegel in einen Spiegel reinschaust, du merkst, die Tiefe gibt es nicht, weil es keinen dreidimensionalen Raum gibt. Es ist ja nur eine Information. Du hast jetzt auf deiner VR-Brille in Stereo vor dir in einer gewissen Entfernung diesen Punkt, diese Ecke und du siehst dann dich selber auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Und zwar ist die Ecke genau hier zwischen den zwei Augen. Wenn man das mit einer Kamera aufnimmt, ist die Kameralinse, ein Auge ist genau in der Ecke, mit zwei Augen ist es genau hier. Auf dem Kopf stehen. Interessant wird das Ganze, wenn wir jetzt eine Gruppe reinstellen. Ich habe das oft gesagt, dass jetzt nicht du alleine bist, sondern da stehen jetzt sechs, sieben Mann in dem Zimmer und alle schauen in diese Spiegelecke rein. Dann wird jeder absolut erleben, dass er sagt, ich bin in der Ecke, ich bin, und die anderen sind um dich herum, natürlich auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Ich bin in der Ecke, ich bin in der Ecke. Was sagt uns das? Dass jeder Punkt in diesem Zimmer, in diesem dreidimensionalen Raum, den wir uns jetzt aus dieser Ecke herausdenken, dass jeder Punkt, egal wo du dir hindenkst, wo du Kamera hinhältst, in dieser Ecke in Erscheinung tritt. Es sich genau genommen in diesem Punkt, in diesem Zentrumpunkt zwischen These, Antithese und Synthese, in diesem, das sind ja schon ausgedachte Flächen, in diesem Punkt befindet. Okay? Die Fantasie musst du jetzt haben. Und jetzt kommt der große Hammer. Das, was du von hinten siehst, du bist die rote 4. Die rote 4 heißt definitiv, dass der Raum vor dir und der ausgedachte Mittelpunkt, in dem sich alles befindet, in einer gewissen Entfernung vor dir, wo die ganzen Punkte in diesem Raum, in dem Punkt zusammenfallen. Du bist die rote 4, die hinten jetzt zwar rot, das befindet sich alles in dir. Und jetzt springe ich nochmal, jetzt brauche ich das. Das ist das Ding hier. Du musst dir jetzt vorstellen, die blaue, da habe ich jetzt hin natürlich nicht gezeichnet. Das ist diese blaue Ecke, wäre jetzt praktisch, wenn man das anschaut, das sind die zwei Wände. Du musst jetzt das läuft jetzt spitz zu, nach hinten. Wir haben ja diese drei nach hinten geklappt.
Dann haben wir das und das fällt jetzt praktisch in der Tiefe in einem Punkt zusammen. Das wäre die Raumecke hinten. Okay? Ja. Und den Raum, der jetzt in diesem Tetraeder drin ist, du bist praktisch dieses Rote, was wir jetzt uns ausgedacht denken. Dieses Rote ist genau genommen. Schau mal, wenn du jetzt diese roten Ecken nehmen würdest und klappst die nach vorne, aber das wird jetzt zu mystischer Zeichnung machen oder sonst kannst du das nicht vorstellen. Das ist dieses Spiel. Das Feld dann hier ist praktisch die rote 4, schließt den Deckel. Da gibt es in dem Farbenspiel gibt's eine schöne Sache hier mit dem Pythagoras. Worum es mir jetzt geht, ist, dass wir jetzt reinspringen. Diese Hohlkugel verhält sich exakt genauso, wie wenn es Eige wäre. Das nennt man dieses Katzenauge, okay? Darum ist ja dieses Katze, dieses affine Äußere, das du hast, die affine Geburt des Äußeren, diese Katze ist der Ecke der Endpunkt. Aber es ist auch die Berechnung von einem Hin- und Herschwingen. A in D. Okay? Weil die übrigens alles ein bisschen dein derzeitiger Glaube ist, genau genommen nur NUR, Existenz einer aufgespannten Berechnung, ist das hebräische Wort für Katze, für flackerndes Licht, der in mir lodernde dogmatische Glauben angeblich anderer Menschen, die ich mir zwanghaft durch die Doktrin meines fehlerhaften, nur raumzeitlich funktionierenden Verstandes selbst logisch einrede. Du redest doch diese anderen Menschen jetzt in dich hinein, Stimmt. wenn du an andere Menschen denkst. Und sagst ja, der ist ja jetzt da, der Udo und der Holger, die sind in Weißenburg oder was auch immer. Das sind jetzt Worte. Im Anfang ist das Wort und diese Worte lösen in dir Informationen aus. Informationen aus, die du selber schaffst aufgrund der Worte. Wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist, dann passiert jetzt nichts. Dann sind es nur Geräusche. So beißt sich die Katze, ist übrigens hier, bedeutet Katze und Windel. Das ist der Punkt. Einwickeln, umwickeln. Ja. Sprich Katze, das ist das eine Wort für Katze, logisch ausgedachter Endpunkt. Ein logisch ausgedachter Endpunkt, wo befindet sich dieser ausgedachte Endpunkt, den wir uns da uns in die Ecke reindenken? Ja, in dir. Der absolute Einzug, der absolute Endpunkt bist du selber. Von allem, als träumender Geist, das ist dieses Nichts zwischen diesen beiden plus eins, minus eins. Vorm Spiegel und im Spiegel. Und der Atbasch sind zwei Spiegelungen, 99, die Geburt von Spiegelungen. Und so weiter und so weiter. Und wenn ich das jetzt weiß, dann kommt jetzt das Video, wenn man sich nochmal anhört aus dem vorhergehenden Selbstgespräch, dass das hier immer finsterer wird. Wenn du mit dem Finger reinfährst, kommt dir, wenn du das genau in der Mitte machst, kommt dir ein Finger entgegen. Das ist wie wenn du vor einem Spiegel stehst. Bloß du siehst hier ganz grob, das ist die Kamera, wo das jetzt aufgenommen wird, der ist auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Ja. Und was jetzt ist am Rand, wenn du hier bist, dass hier der Finger, das wird hier schön erklärt. Der Witz ist, es wird raumzeitlich ausgelegt. Man versteht die Symbolik nicht, weil es zu einem diese Tiefe gar nicht gibt in deinem Kopf. Das heißt, wo du reinschaust, das ist wie in der Stereobrille aufhast, der VR-Brille aufhast. Alles, was vor dir in einer gewissen Entfernung ausgedachterweise zu sein scheint, ist eigentlich entfernt, weil es in dir drin ist. Und jetzt wiederholt sich das wie die Schichten hier in dem Spiegeltunnel. Schaut, das ist dann Finger, 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 Finger. Es wird immer dichter und diese Nulllinie, ich schaue mal, ob ich das jetzt finde. Ich will da jetzt nicht das Video laufen lassen, wenn wir die gegenüberstellen. Ich erkläre hier einiges. Da ist übrigens das nochmal, wo ich kurz anspreche. So. Das heißt also, die Kugel, die du dir jetzt denkst, KGL heißt ja wie eine Welle. Wir haben schon eine rechte Halbkugel und eine linke Halbkugel. Das ist schon wieder eine Welle. Da können wir jetzt auch zwei Tetraeder gegenüberstellen. Und die schieben wir jetzt ineinander, weil das alles vorgestellt, ausgedacht ist. Es verdichtet sich hier. Am Rand wird es immer finsterer und hier auf dieser Nulllinie ist absolute Finsternis. Und das ist jetzt unsere Kamera Obscura. Das ist die Kamera, das Gewölbe, das sich aus dir herauswirbt, wo du dir ausdenkst, was aber letzten Endes hier in den Obskuren, in dem Krishna ist. Und das, was du jetzt dir als Fläche denkst, das ist eigentlich der rote Punkt, aus dem sich hier vorgestellt diese Ecke rausspannt. Das Ding ist eigentlich ein Punkt. Und jetzt hast du die Kamera Obscura, das ist
dein Gesichtsfeld, du schaust ja in dich hinein. Und dann hast du dieses Gewölbe. Ich mache das nochmal. Das ist GE-Quadrat, wölbt sich aus dir heraus. Nochmal doppelt aufgespanntes Oll mit 70 gelesen, heißt etwas, es wird etwas hochgehoben. Das ist eine Gedankenwölbe, das ist ein G, wölbt sich in einer geöffneten Ecke aus dir heraus. Und diese Wölbung eines Z im Meer, die Geburt im Meer, ist die Raumzeit. Okay? Wieder, es steckt alles in den Worten drin. Und der Kammer Ari, wir haben wieder den Ari, der zu aufgespannter Raumzeit wird. Der Schöpfer Gott Gottes heißt es. A-R-I, der Schöpfer ist der Kopf Gottes, der sich in die HWH, in die Höhe, das sind die aufgedachten Gedanken, auf, hinaufwindet. Wind ist Ruch, das sind die vier Weltgegen. Ist eine rational aufgespannte Kollektion. Heißt zum einen, Ruch gelesen, der Geist, der Kopf, in dem alles verbunden ist in einem einzigen großen Kollektiv oder eine berechnete, aufgespannte Kollektion. Das sind diese Chats, die man dann erst zu Bildern machen, wenn man dann in die Kisten reinschaut. Bist du dabei, Holger? Ja, ja, ich bin dabei. Okay, wen habe ich jetzt gefragt? Den Holger, den du dir ausdenkst? Ich rede immer mit dem Geist, der dich das jetzt anhört. Und wenn du das Holger-Programm in dir laufen hast, erahnst du das immer mehr, im Mehr, mehr. Und je nachdem, welche Logik du zum Denken benutzt, stürzt du entweder total ab oder sagst laufen, da komme ich nicht mit. Das ist nämlich dieses Ruch, ist dann auch die vier Welt-Gag-Enden. Gag nochmal ist Dach, ausgedacht. Das ist jetzt immer zweidimensional darstellen. Das sind die vier symbolischen Tetraederspiegelseiten. Mhm. Das nennt sich ein ZW-Ischen-Raum. Ischen heißt alternieren, vor sich hinträumen. Und das ist im Spiegel, B-Rei, sind die Spiegelungen. Als Pi, als sich breit machen, Pi, das sind die Winkelfunktionen. Ja. Da ist eine Physik im Hintergrund, die du zuerst einmal nur ahnen solltest, dass du es nur ahnst. Ich verlange überhaupt nicht, dass du das verstehst. Und wenn du ein unreifer Geist bist, sage ich wieder, du musst es überhaupt nicht wissen. Es reicht mir, wenn du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du hast in dem Leben eigentlich nur zu akzeptieren und zu erkennen, was du selbst bist. Und was deine Informationen sind, die du selber in dir erschaffst. Und dann im nächsten Leben gehen wir dann genauer darauf ein. Und wenn du das dann beherrschst, dann kannst du Gott spielen und wirklich bewusst selber eigenständige Welten kreieren. Natürlich auch wieder nur in Verbindung mit mir, wenn ich dir was einfallen lasse. Dann werde ich dich so unendlich inspirieren. Das ist jetzt, dieses Spiel ist genau das, wenn du das einigermaßen zu verstehen anfängst, dass das die rote 4. Das ist es in dieser Kamera, es wölbt sich aus dir etwas heraus. Das heißt, in unserer klassischen Kamera Obscura haben wir die Kammer. Du bist jetzt der Punkt, der in diese Kammer, in das Gewölbe hineinschaut. Das ist auf deiner Farbbrille dein Gesichtsfeld, wenn du jetzt im Raum schaust. Und was jetzt interessant ist, wenn wir die zwei Kugeln jetzt nochmal als Welle zusammen machen, musst du wissen, egal in welche Richtung du schaust, wir legen ja jetzt ganz klar fest, egal in welche Richtung du schaust, dieses Schauen verändert sich dabei ja nicht. Du hast immer diese Achse, wo du reinschaust, hast du immer dein Gewölbe vor dir, ob du nach oben schaust, nach unten schaust, nach rechts oder nach links schaust. Du schaust immer in dieses Gewölbe rein, in dieses Gesichtsfeld, unabhängig jetzt für dich jetzt nochmal gedacht, in welche Richtung du schaust. Es ist immer deine Z-Achse, die Geburtsachse. Ja. Verstanden? Ja, ja, das war gut eben. Ja, genau. Und jetzt ist es wichtig, dass du dieses Obskure ist nicht die Welt da außen. Wenn wir jetzt sagen, das wäre jetzt die Kammer und da wäre jetzt ein Punkt und da spiegelt sich das ja von außen hinein, das Thema. Das Obskure ist definitiv die Finsternis bei Verben der Bewegung gegen hin, nach hin. Über, vor, wegen, Willen, das bla bla bla, das Inneresse, das innere Sein der Sache. Mhm. Rei, Spiegelgeburt. Ja. Auf Bri, auf der Heiligkeit. Mhm. Mein Äußeres. BRI hast du ja auch mein Äußeres. Du wirst merken, du brauchst diese Vielfalt. BR ist das Äußere. Mhm. Damals hast du mal ein Ack ist gleich Eck. Ein Eck, das erweckt wird, weil du in eine ganz gewisse Facette, diese Kugel, es ist genau genommen, sind es nur Ecken. Es gibt dieses Runde, wenn ich immer einen Kreis auch, ein Kreis ist an und für sich ein unendlich Eck. Weil der Kreis aus unendlich vielen Punkten besteht und jeder Punkt ist eigentlich
hat zwei Seiten. Schau bitte das kleine Bild an. Wenn wir uns jetzt unendlich viele Punkte denken, ist der Kreis ein Unendlicheck. Jetzt habe ich einen Kreis, wenn wir das dreidimensional machen, diese Halbkugel, die du hast, sind lauter Dreiecke, lauter kleine Ecken, wie ich es dir gerade erzählt habe, unendlich viele. Jeder Punkt ist in der Dreidimensionalität so eine Raumecke, wo sich alles befindet, das sich letztendlich in dem absoluten Mittelpunkt befindet. Ja. Das ist dieses Ecke, das du jetzt in dir erwächst, das ist diese Schöpfung einer aufgespannten Polarität, weil du ja bloß von These, Antithese, Synthese in der Regel bloß eine Seite anschaust. Nämlich entweder die These oder die Antithese und sagst, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Das ist ja die absolute Entheiligung. Stimmt kann oder aber nicht stimmt? Anders. Ja, aber ich kann nicht anders. Und du wählst jetzt etwas aus. Nochmal, Creatio ex nihilo. Creatio heißt nicht Kreation. Die Kreatur, die du kreierst, wenn du dir eine Kreatur ausdenkst, ist eine Creatio. Es ist eine Kreatur, die du auswählst aus dir selbst von unendlich vielen Möglichkeiten. Und bei einer Kreatur sagst du, das bin ich und alle anderen bin ich nicht. Das steckt alles in dem Wort Kreation mit drin. Eine Kreation ist eine Auswahl. Eine Selektion ist auch eine Auswahl, aber gespiegelt. Du wählst aus einer Kreation, aus einer Auswahl, eine Selektion, wählst du ein bestimmtes Ding aus und stellst es als Gedanke vor dich hin. Was aber genau genommen nur deine Information ist. Weil die eigentliche absolute Kreation, das absolute Chat ist der absolute Mittelpunkt, das ist Gott, in dem sich alles befindet. Wird das jetzt etwas klarer? Ja. Und darum ist diese abstrakte Form hier von unserer Hohlkugel, wo du reinschaust, ist an und für sich eine einzige Ecke, wo ihm unendlich viele Ecken aufplatzt. Jeder Punkt auf dieser Kugeloberfläche ist eigentlich eine kleine Ecke, so wie nochmal beim Kreis. Ein Kreis, dem uns aus unendlich vielen Punkten bestehend, diese Kreislinie, 16 Eck, 32 Eck, 64 Eck, immer mehr, dann wird es immer kreisförmiger. Und der absolute Kreis ist eigentlich unendlich viele Ecken, weil jeder Punkt eigentlich eine Ecke ist. Wir brauchen immer ein Gegenteil dazu. Das wird irgendwann einmal, wird es Heureka machen. Und jetzt ganz kurz, das ist das Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Erstes Mal hören, sagst unmöglich und dann zaubert es dir ein Lächeln ins Gesicht, wenn du die Lösung siehst. Und hier ist es nur ein bisschen komplexer, das Prinzip bleibt das Gleiche. Und du wirst nicht mehr verstehen, dass du das so lange und so oft wiederholen musstest, dass du es verstehst, weil du das überhaupt noch mal fassen kannst, dass dir das beim ersten Moment nicht aufgefallen ist. Und die Ursache dafür ist das dich extrem blind machende Ego. Du bist einer, der in ein Gefängnis eingesperrt ist, wo gar keine Türen da sind. Und deine Gefängniswörter sind deine ganzen logischen Interpretationen, die du mit einem geistlos nachgeäfften Wissen ständig dir selbst einredest, was dir passieren könnte. Vor allem allen voran den Körper am Leben halten. Das ist die Verlogenheit der Welt. Aber da kann keiner, nicht zu niemand, den du dir ausdenkst, kann sich raussuchen, dass du ihn so träumst und du kannst ihn nicht raussuchen, was du träumst. Und jetzt musst du dich mehr oder weniger daneben hinstellen und wirklich einmal dich fragen, was soll mir das eigentlich sagen? Das Erste, was du merkst, dass alle Menschen in deinem Traum von dir erschaffen werden, in dem Moment, wo du die denkst, auch auf der sinnlichen Ebene, auf der VR-Brille, und dass die das nicht im geringsten mitkriegen, was du jetzt erlebst, weil deine Informationen erlebst bloß du. Ja. Und was es mir noch sagt, mein Gott, bin ich blöd gewesen. Das, genau das ist es. Das ist mein Charlie Manson. Ja. Geh mal, schau die Selbstgespräche zurück, wo der Charles Manson dabei ist, wo ich den Vergleich mache, Charles Manson und Jesus Christus, in diesen reinen Märchenfiguren, beide sind jetzt Gedanken. Es hat niemals da außen einen existierenden Jesus gegeben und es hat auch niemals einen Charles Manson gegeben. Es sind Märchenfiguren. So wenig, wie es Rumpelstilzchen gegeben hat oder Schneewittchen. Es hat auch niemals einen Adenauer gegeben oder einen Hitler gegeben oder einen Sokrates oder einen Einstein. Wenn diese Personen existieren, diese Menschen existieren, existieren sie hier und jetzt, weil du sie denkst. Sie sind aber im Meer da. Alles, was jemals war und alles, was noch kommen wird, ist jetzt in dir drin. Unendlich viel. Aber was ist unendlich? Unendlich ist eigentlich nichts. Wandel pro Faktor denken. Selbstähnlichkeit. Die Welt hat wesentlich mehr mit dir selbst zu tun, die Welt, die du dir ausdenkst. Jetzt wissen wir ja, wie doppelt aufgespanntes ELD hast, polarer Rand, ein Brandopfer. Du musst von Augenblick zu Augenblick deinen Rand, deine Hülle opfern, um eine neue Hülle zu kriegen, einen neuen Gedanken zu kriegen. Ändert an dir selbst nichts. Darauf solltest du dich fokussieren. Und umso mehr dich das in der Esse ist, was du bist,
dann fängst du an, dich für den Sinn dieses Daseins, dieses Lebens zu existieren. Es ist nicht zufällig, dass man sich hier über die Runden bringt, vollkommen geistlos konsumiert, sich Ängste einreden lässt, Geld verdienen, Geld ausgeben, berühmt werden wollen, all das ganze Zeug ist vollkommen geistloser Schwachsinn. Das ist also hier, wenn man da jetzt das reduziert, das ist eine Physik im Hintergrund, eine Schöpfungsphysik, die ganz, ganz tief ist, wenn man die erkennt. Aber es sind ganz, ganz, ganz wenige Geistesfunken, die sich dafür interessieren. Und du gehörst dazu, sonst würdest du jetzt das nicht anschauen. Du hast eine riesengroße Chance. Ja. Und nochmal auf der Bröselebene, als Mensch jetzt, musst du nichts tun. Ich steuere das ja, du bist der träumende Geist, du kannst das eh nicht raussuchen. Das, was dein Leben jetzt, dein Traumleben als Person extrem verändert, ist die Erkenntnis des Einverstandenseins. Das ist die rote Liebe. Liebe deine Feinde. Ich sage es nochmal und nochmal. Was ist Feind? Ra, ist auch der Freund. Das sind die Hälften, die Spiegel, die du zur Vervollkommnung brauchst. Und sobald du irgendeine Information, und alles sind deine Informationen, gleichgültig, ob die jetzt nur Gedanken sind oder ob du die bewusst selbst denkst oder ob sie dir nur einfallen, ist ja beides Gedanken. Das kannst du genau beobachten. Du kannst schauen, ob ein Gedanke in dir auftaucht, weil du auf irgendeinen nicht vorhergehenden Gedanken reagierst. Da ist ein Gedanke da und du reagierst und indem du den neuen Gedanken denkst, zerstörst du den bestehenden Gedanken. Entsteht der Gedanke, der jetzt da ist, durch eine Reaktion oder taucht er einfach in mir auf? Das ist, wenn du jetzt zuhörst. Einfach, das sind ständig wechselnde Informationen von dir, wo du keinen Einfluss drauf hast, weil du nicht im geringsten weißt, was passiert, was ich als nächstes sage. Man ist in einem gewissen Kontext, aber es ist ja gerade, wenn ich immer darauf hinweise, beim Witz, die klassischen Witze funktionieren, da habe ich genügend Beispiele, dass du einen Gedanken mitgehst und jetzt kommt das Problem. Ohne dass dir das bewusst ist, rechnest du ständig laut voraus. Du machst selbsterfüllende Prophezeiungen. Du kannst, das ist natürlich jetzt, das ist ausgedacht, aber das schwingt im Hintergrund, ohne dass du das bewusst denkst, kannst du eigentlich, sag ich mal, eine Schicht über dem, was wirklich sichtbar ist, eine Schicht darunter. Kannst du dir klar machen, dass du eigentlich immer ein bisschen vorauseilst? Genau. Und dann kommt was, wo du gar nicht damit gerechnet hast. Und das ist das, was die Pointe, wo du plötzlich in ein vollkommen neues Denken gerissen wirst und das erzeugt Freude. Es ist ein ganz, ganz tiefes Prinzip, dass man das durchbrechen muss, diese zwanghafte Vorherbestimmung, was dann passiert. Immer wieder, ja, wenn ich brauche Geld zum Überleben. Ich sage, stimmt. Ja. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht glaube, brauche ich doch trotzdem Geld, wenn ich mir was zum Essen kaufen will. So, stimmt, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja, ich will gesund sein, will ich doch nur, weil ich jetzt krank bin. Ich sage, stimmt. Ja. Aber verwirklichen, warum bist du jetzt krank? Weil du irgendwas nicht haben willst, nämlich diese Krankheit. Du wirst feststellen, dass jegliche Form von Unwohlsein, was du Geist erlebst, das ist ein elementare Erkenntnis. Egal, ob es nur ein kleiner Ärger ist, egal was es ist. In dem Moment, wo du dich unwohl fühlst, ist irgendwas in dir auftaucht, wo du nur einseitig negativ reagierst und du das mit aller Gewalt im WDS gar nicht haben willst, dass sich das weiter ausbreitet. Oder es scheint sich was aufzulösen und du willst es weiter in deinem Traum angeblich da außen am Leben erhalten. All das ist die Quelle von Leid. Es ist nicht das einfach parteilose Geschehen lassen. Ja, wie war das der schweigsame Adam, der nur schaut, der im Kino sitzt und sich einen Film anschaut? Ein Film, der einfach nur ist. Bild, 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 Bild. Und der Witz ist jetzt, dass du nicht anders kannst, solange du der Zuschauer bist, ständig diese Bilder zu werden und zu interpretieren, vorauszurechnen. Jeder Einzelne, wenn da 20 Mann in dem Kino sitzen, wird jeder den Film komplett anders interpretieren, weil jeder von denen, die ich mir jetzt ausdenke, wenn die Geister wären, jeder nur seine eigenen Informationen erlebt. Ja, genau. Seine Interpretation. Dieselben Bilder erlebt jeder nur seine Interpretationen dieser Bilder. Nochmal, die nicht da außen sind und auch nicht von außen kommen, sondern die in den träumenden Geist auftauchen. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass der das sieht, eigentlich nur ein Allereinziges, der sieht es aber nur durch ein bestimmtes Wertesystem, nämlich durch das Wertesystem von den Menschen, an denen er denkt, wenn er an dich selbst denkt. Mein schließe mal deine Augen Beispiel, wenn ich jetzt sage, schließe mal deine Augen, muss dir klar sein, wir gehen einmal davon aus, dass so und so viele Menschen jetzt normal gedacht sich dieses Video anschauen.
diese Worte, schließ einmal deine Augen, an wen du jetzt denkst, wenn du hörst, schließ einmal deine Augen, an welchen Körper du denkst, hängt von deinem Programm ab, du bist der Computer. Und dann wird erst einmal hier dieser Körper auftauchen mit diesen Worten, der nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Aber das zwingt dir das Programm auf. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, dass du jetzt nicht der im Kino bist, der Bilder sieht, am ständigen Wechsel von Bildern und die immer nur einseitig wertet, auslicht und hochrechnet, sondern du wirst jetzt der, der in diese Köpfe, in diese träumenden Geister hineinschaut, was die aus dieser Reizauslösung Unterschiedliches machen. Ja. Ohne das zu werden. Jetzt wirst du der Schweizer mehr, jetzt wirst du dort. Der sieht dann denselben Bilderwechsel als Reizauslöser jetzt auf der Leinwand und der sieht dann, der empfindet es so und der empfindet es so. Und dann wird natürlich jetzt, das ist eine sehr grobe Metapher im Kino, krasser wird es, wenn man jetzt, sagen wir mal, offene Welt in ein Video spielt. Das ist, dass ich sage, wenn du jetzt als Avatar irgendwie durch eine Stadt läufst, das Konstruktprogramm, egal wer du jetzt, welches KI du laufen hast als Joystick-Spieler, lauft die alle durch dieselbe Stadt. Innerhalb dieses Komplexes, das ist in Wirklichkeit noch wesentlich komplexer, aber du wirst feststellen, dass je nachdem, wer du zu sein glaubst, auch schon mal abhängig, ob du jetzt in deiner Rolle einen Mann oder eine Frau spielst, du bist ein Geist, ist weder Mann noch Frau. Er ist prinzipiell nicht irgendeine bestimmte Information, die er sich ausdenkt. Er ist der träumende Geist und ist alles, was er sich ausdenkt. Das bedeutet Holofeeling. Holofeeling heißt das Gefühl, zu wissen, dass man alles ist, was man sich denkt, aber nicht irgendein bestimmter Gedanke. Und dann nochmal was ganz was Besonderes, nämlich alles, was man sich denkt, alles Existierende kommt und geht aus einem Selbst, was an einem Selbst nicht das Geringste verändert. Immer wieder, immer wieder. Das ist ganz einfache Worte. Und wenn du Geist bist, wirst du feststellen, das ist hundertprozentig sicher. Das ist nicht besonders sinnvoll, wie ich sage, wenn du Hosenscheißer-Säugling bist, der kleine Hosenscheißer bist, der panische Angst hat, seinen Körper zu verlieren, versucht den Säugling nicht zu erklären, er muss diesen Körper verlieren, dass er irgendwann einmal in die Schule gehen kann. Das Spiel erkläre ich immer und immer wieder. Und jetzt sagen wir ganz ehrlich, in deinem Alltagsbewusstsein, das du jetzt zum Denken benutzt, ist dir das jeden Moment bewusst oder bist du so in dieser Rolle drin? Da kommen jetzt die Zufälle, die Wunder, die ich in dir passieren lasse, ja. Wenn du dich jetzt auf das Wesentliche konzentrierst. Konzentrierst nämlich auf dich selbst. Ja. Auf den Geist, der du bist, rot gelesen, auf etwas konzentrierst, was als Ding an sich überhaupt nicht existiert. Du musst dich in diesem absolut wertfreien Bewusstsein halten. Und das ist ganz einfach, indem du wirklich erkennst, dass du dich, deine Informationen, die dein Programm, dein Intellekt aufwirft, beobachten kannst und du kannst, dann ist jeder Moment ist. Genau. Und du kannst dann beobachten, wie du selbst dein Programm jetzt, das blaue Ich, reagiert, wie du interpretierst. Du kannst dich auch aufregen, das ist vollkommen wurscht. Wichtig, gleichgültig muss es dir sein, wie ein Schauspieler auf einer Bühne, der heult, der lacht und den es vielleicht als Mensch, als Schauspieler jetzt natürlich wieder ausgedacht, gar nicht zum Lachen zumute ist. Oder obwohl der super gut drauf ist, spielt halt seine Rolle und heult. Emotionen sind gleichgültig, es sind Illusionen. Jetzt ist natürlich der Schauspieler immer noch was Ausgedachtes. Ich rede jetzt von dem Geist, der in einen Körper schlüpft und eine Rolle spielt. Und das ist das Bewusstsein. Das ist dieses Essein, dieses Bewusstsein ist nicht existierend. Und in diesem nicht existierenden absoluten Mittelpunkt spielt sich alles ab. Das, was sich in dir abspielt, ist, der liebe Gott spielt mit seinen Kindern. Der liebe Gott. Lieb E Quadrat. L-I, das Licht Gottes. Das ist das Spiel. Ist E Quadrat. Alles physikalische Formel. Jetzt können wir es mal ausnahmsweise wieder Dorf sein lassen. Dorf wäre. Ich hoffe, das ist ja wenn weiterführend gewesen. Super, echt. Es ist jetzt eine reine Äußerung des Pixelmännchen, ist jetzt eine Äußerung von einem Holger-Programm und ein anderes Programm. Denk dir einfach andere Menschen. Ich sage immer wieder so: Spiel auf deiner Bröselebene, nimm einfach dieses Video und setz dich mit guten Freunden zusammen und hör euch das Video gemeinsam an und dann schau, wie die um dich herum drauf reagieren. Wohlgemerkt, die können nicht anders. Es ist, weil du das träumst.
Nochmal, es wird, wenn du als Brösel in der Brösel bist, du bist der Einzige, der das erlebt und du erlebst deine Informationen. Und die anderen, du kannst es nicht einmal überprüfen, weil wenn du anfragst, hörst du jetzt auch das Video, siehst du das auch? Wenn die das antworten, was deine Logik dir aufzwingt, deine alte Logik, deine extrem fehlerhafte Logik. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das war's. Und was sagen wir wieder am Schluss? Batsch!